Ganz kurz. Immer wenn Gott etwas sagt, kommt Satan und verdreht die Worte Gottes. Das stimmt, ne? Da kommt der Islam genau gleich. Gott hat die Bibel gebracht und er hat uns gewarnt im Galater 1, Vers 6, dass wir an kein anderes Evangelium glauben sollen, selbst wenn es ein Engel Gottes ist, der das proklamiert. Und rate mal, wie Islam entstanden ist. Ein Engel ist gekommen und hat Prophet Mohammed, dein Prophet, gewürgt und ihn gezwungen, den Koran zu lesen. Und der Koran ist ein anderes Evangelium und verdreht die Bibel. Er hat ihn gezwungen. Er hat ihn gezwungen, ja, das hat er. Im Sahih al-Bukhari, Buch 3. Wie hat er ihn denn gezwungen? Indem er ihn gewürgt hat. Er hat ihn dreimal gewürgt und er hat jedes Mal keine Luft mehr bekommen. Du willst mir sagen, dass ein Engel geschickt wurde. Er wird ja geschickt von Allah, hundertprozentig. Er kommt nicht von allein und sagt, du musst das machen. Sondern er wird geschickt von Allah. Und du denkst wirklich, Gott, auch dein Gott, wenn du möchtest, ist für dich Jesus dein Gott. Denkst du wirklich, Gott schickt einen Engel und sagt, wirk diesen Menschen so lange, weil Mohammed war ja bis er 40 Jahre alt war kein Prophet. Er sagt, wirk diesen Menschen so lange, bis er möchte, bis er diese Sachen, die ich ihm sage, glaubt, wirke ihn so lange, bis er es glaubt. Hat deswegen sage ich ja, dass es gar nicht von Gott kommt. Es kommt gar nicht von Gott. Du hast ja gesagt, ganz kurz, Karim, ganz kurz. Du hast gerade gemerkt, dass Gott so etwas niemals tun würde. Woher aber das Problem. Denkst du, willst du mir sagen, im Koran steht drin, Karim, dass Gabriel kam? Karim, ganz kurz, bitte. Ich werde dir gleich erklären, okay? Du hast gerade erkannt, dass Gott so etwas niemals tun würde. Gott würde niemals Engel schicken, damit sie jemanden würgen. Aber rate mal, wie Mohammed die ersten Offenbarungen bekommen hat. Ein Engel ist gekommen und hat ihn gewürgt. Und wofür hast du das? Und ihn gezwungen, das zu lesen. Und das zeigt dir, dass es auf keinen Fall Gott war, sondern es war ein Dämon, der das gemacht hat. Aber wo findest du das, wo drin steht, dass er gewürgt wurde? Es steht im Sahih al-Bukhari. Weißt du, was Hadithe sind? Ich weiß, was Hadithe sind. Überbringungen. Genau. Und Sahih al-Bukhari ist die authentischste Überlieferung über Mohammed, sein Leben. Okay, aber bei diesen Hadithen erzählt Mohammed von sich selber, weil Hadithen sind meistens die Sachen, die Mohammed von sich selber erzählt, was über Mohammed sozusagen passiert ist, was mit ihm passiert ist, was in seinem Leben vorging. Willst du mir sagen, dass jemand, der sozusagen nicht Mohammed selber ist, aber vielleicht, er weiß nicht, was Mohammed jeden Tag gemacht hat, was Mohammed um 6 Uhr morgens gemacht hat, wenn er aufgestanden ist, weiß er nicht. Und du willst mir sagen, ein Mensch, der so ist, obwohl Mohammed alles selber erlebt hat, willst du mir sagen, dass ein Mensch sagen kann, was Mohammed alles erlebt hat, obwohl er das gar nicht wissen kann? Karim, das hat Mohammed selber erzählt. Mohammed selber hat diese Geschichte erzählt. Das heißt, du lest diese Geschichte ab, richtig? Diese Geschichte ist auf jeden Fall nicht wahr, ne? Du kannst jetzt mach die Kamera an und zeig mir genau die Hadith, weil die steht ja auch im Internet, wo es drin steht. Es freut mich sehr, dass du erkannt hast, dass so etwas niemals von Gott kommen kann. Das hast du schon mal zugegeben und jetzt beweise ich dir, dass es wahr ist. Guck mal, ich habe sogar extra schon aufgemacht. Das ist sunnah.com. Ja, Bukhari, kannst du später nachlesen, wenn du möchtest. Hier ist die Hadith-Quelle. Bukhari, ja, Sahih bedeutet, es ist safe. Ja, Bukhari 3. Buch 1, Hadith 3, Hadith 1, so. Und es ist leider auf Englisch, aber ich werde das übersetzen für dich, damit du das auch verstehen kannst, weil ich glaube nicht, dass du Englisch verstehst. Ich kopiere das, du siehst ja, oder? Ich kopiere gerade, oder? Das ist hier nicht meine eigene Worte. Aber ich verstehe ganz gut Englisch. Ja, okay, super. Dann lies mal bitte vor. Hier, warte. Lass mich vorlesen. Das, was hier steht. Alles. Warte. Nicht alles, warte. Ich schließe mal einfach ab hier. Bis hier einfach. Was willst du mich alles lesen lassen? Erzähl mir doch, was da drin steht. Okay. Nee, weil du willst mir ja glauben. Ich glaube, ja, guck mal, dass ich sie beweise, oder? Okay, guck mal hier. Du kannst es mir ruhig beweisen. Ich möchte, dass du mir erzählst und ich kann dann für mich selber im Nachhinein nachlesen. Dann weiß ich ja von mir auch selbst. Ich muss hier niemanden beweisen im Internet, so wie du es machst, dass ich recht habe oder nicht. Ich habe nur für mich selber recht. Ich habe verstanden. Guck mal, da steht der Engel, oder? Ja. Yeah. Der Engel came to him, also Mohammed, and asked him to read. Er sollte lesen. Der Engel meinte zu ihm, er soll lesen. Yeah. Und dann, der Prophet replied, I do not know how to read. Was bedeutet das? Ich kann nicht lesen, oder? Das bedeutet, ich kann nicht lesen, hat Mohammed geantwortet. Und dann steht, the Prophet added, the Engel caught me forcefully. Also der Engel hat ihn gezwungen and pressed me
so hart, that I could not bear it anymore. Also der Engel hat ihn so festgewürgt, dass er nicht mal ertragen kann. Und dann steht, he then released me, also er hat ihn dann befreit und wieder, and again asked me to read, hat ihm wieder gesagt, er soll lesen. Dann hat er geantwortet, I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again, also er hat ihn dann wieder gepackt, and pressed me a second time, ein zweites Mal, till I could not bear it anymore. Also ein zweites Mal hat ihn wieder gezwungen und gedrückt und ihn gezwungen zu lesen. Ne? He then released me again and asked me to read. Also jetzt ein drittes Mal jetzt, sagt er soll lesen. Und jetzt guck mal, was passiert. Warte mal. Hier, genau. But I replied, I do not know how to read or what shall I read. Thereupon he caught me a third time, ein drittes Mal, and pressed me und hat ihn wieder gewürgt, and then released me again and said, read in the name of your Lord, who has created all that existed, bla bla bla. Also der Engel hat ihn gezwungen zu lesen und dann kam, wurde diese Sure herabgesandt. Ja, die ersten Suren des Korans wurden so herabgesandt. Was steht danach? Na, willst du jetzt, dass ich alles lese oder was? Nein, nur was danach steht. Okay, das lese ich dir auch gerne. Guck mal, was passiert hier. Wie er sich danach gefühlt hat, okay? Er sagt, then Allah's Messenger returned with the Man hört sich nicht. Heartbeating, also sein Herz hat sehr, sehr hart, weil klar, er hatte Angst. Then he went to Khadija, also seine erste Frau, ja, bint Kuwalid, and said, cover me, bedeck mich, bedeck mich. Siehst du, er hatte Angst. They covered him till his fear was over. Er hatte Angst und die haben ihn bedeckt, bis seine Angst vorbei war. Warum? Weil er dachte, was ist gerade passiert? Weil so etwas kommt niemals von Gott. Nur Dämonen würden so etwas tun. Weißt du, und soll ich dir was sagen? Und das hast du sogar selber vorhergesagt. Gott würde so etwas niemals Das, tun. was du vorgelesen hast, wie ist der Name davon, was du vorgelesen hast? Sahil, was? Sahih al-Bukhari. Das ist die authentischste Hadith. Und weißt du, was, ob es ein Name oder ob es irgendwas anderes bedeutet? Sahil al-Bukhari? Das ist der Name von der Person, der diese Hadithe gesammelt hat. Genau. Und hat, ist diese Person Mohammed? Nee, aber das ist eine Person, der die authentischsten Überlieferungen über Mohammed gesammelt hat. Erzähl mir mal, woher weiß er das? Na, er hat ja, es gibt ja eine Überlieferungskette. Ja, Ne? Und aber erzähl mir, woher weiß er das? er hat es überliefert bekommen und diese Überlieferungskette ist sehr, sehr authentisch, deswegen heißt es Sahih. Von wem hat er das überliefert bekommen? Von wem weiß er so genau, dass Mohammed nach Hause geht, zu seiner Frau das und das gesagt hat? Woher weiß er das? Es gibt, guck mal, Ich will doch wissen. Du willst mir doch erklären, dann will ich doch wissen, was, ja, warum. alles gut, alles gut, alles gut. Ich zeig dir das. Warte. Oh Mann, ey, wirklich. Guck Und mal. dann, ich habe noch eine Was ist wichtige hier? Frage für dich. Narrated Aisha, oder? Weißt du, wer Aisha ist? Aisha? Ja. Boah, keine Ahnung, ich glaube die Mutter der Gläubigen. Richtig, das war die Frau von Mohammed. Sie hat es erzählt. Oh ja, ich habe noch was für die Frau von Mohammed. Das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber Und erzähl. glaubst du ihr, wenn sie sowas erzählt oder nicht? Sie hat das erzählt. Richtig. Und weißt du auch, was mit der Frau von Mohammed passiert ist? Erzähl mal, was ist mit dir passiert? Mohammed hatte ja nicht nur eine Frau, das weißt du, glaube ich. Ich weiß, er hatte mehrere Frauen und Aisha war die jüngste. Sie war erst 6, als er sie genommen hat und 9, als er mit ihr geschlafen hat. Das wissen wir schon. Und weißt du, warum er das gemacht hat? Erzähl mal. Erstmal hat er nicht mit ihr geschlafen. Und weißt du, warum er sie überhaupt. Er hat sie nur geheiratet. Und weißt du, warum er das gemacht hat? Guck mal, das spielt gerade keine Rolle. Was sagst du zu diesem Hadith? Na, erzähl mal. Weißt du, warum er sie geheiratet hat? Was hat das mit dieser Hadith zu tun, bitte? Ich erkläre dir doch, warum. Ich erkläre dir doch, warum er die überhaupt geheiratet hat. Okay, erzähl mal. Das, was du mir gerade sagen möchtest, ist, dass du einer Sechsjährigen glaubst. Glaubst du heute, wenn eine Sechsjährige zu dir kommt, sag ich, ich habe einen Banküberfall gemacht? Glaubst du ihr? Okay, das heißt, du lehnst diese Hadith ab, ja? Ich möchte dich nur eine Sache fragen. Warum hat Mohammed die Sechsjährige geheiratet? Ich weiß nicht, guck mal, Karim, ich will direkt sein. Lehnst du diese Hadith ab oder nimmst du das an? Die Hadith. Ja. Ich sag dir wirklich hart auf hart, das alles, was für mich, das, was ich glaube, ist das, was im Koran steht. Alles, was da drum im Internet steht, glaube ich nicht. Okay, das heißt, du bist kein Sunni-Muslim mehr. Du lehnst die Sunna ab, ja? Von deinem Prophet.
Hat der Prophet das selber gesagt? Erzähl mir das. Das, was der Prophet gesagt hat, steht im Koran. Das ist das, was der Prophet durch Allah gesagt hat. Das ist das, woran ich glaube, weil der Prophet das gesandt hat. Das ist das. Nicht irgendwelche Hadiths, die von der Tochter oder Frau von irgendjemandem gemacht wurde, sondern das, was der Prophet gesagt hat. Das glaube Das ich. heißt, du lehnst die Sunna von deinem Propheten ab, richtig? Ja oder nein? Nicht die Sunna von dem Propheten. Du drehst die Wörter. Was ist die Sunna vom Prophet? Sunna vom Propheten ist das, was im Koran steht. Das ist auch über die Sunniten. Die Sunniten glauben an das Wort Gottes Oh Mann, und guck mal, an Mohammed, oder nicht? Karim, guck mal, du bist leider unwissend und ich möchte nicht, dass du Muslime blamierst. Ja, ich weiß, dass das, was du gerade sagst, nicht wahr ist und deswegen, ich rate dir jetzt, dass du runtergehst. Ich biete dir an, runterzugehen, weil du bist leider unwissend und ich möchte nicht, dass es so vorkommt, als ob ich dich blamieren will. Verstehst du? Hier kommt eine Frage noch an dich. Erzähl mal. Die musst du mir beantworten. Hm. Okay. Hat Jesus gebeten? Ja, das hat er. Und an wen hat er gebeten? Sein Vater. Und wer ist sein Vater? Gott. Und wer ist Jesus? Der Sohn Gottes. Also ist Jesus nicht Gott? Der Sohn Gottes ist von Natur aus Gott. Das habe ich dir vor 10 Minuten erklärt. Nochmal, ganz ruhig, nochmal. An wen hat Jesus gebetet? Sein Vater. An wen beten wir alle? Satan. Wir beten, du betest an Satan. Nee, du musst, ihr Muslime betet Satan an, ich nicht, ich bete Gott an. Und wer ist Gott? Gott. Wie, wer ist Gott? Gott ist der Schöpfer des Universums. Wer ist Gott? Jesus? Ja, Gott ist dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus ist ein Mitglied der Dreieinigkeit. Okay. Also Jesus ist Gott. Guck mal, du kannst mich nicht verwirren. Versuch das erst Nein, nicht. nein, nein, ich versuch's dir nicht, ich versuch's dir nicht. Ich möchte nur sagen, Jesus ist Gott, ne? Ja, ist er. Und du hast gesagt, Jesus von sich selber aus dachte sich, ich komme als Mensch, um für euch zu sterben, damit eure Sünden alle vergeben werden. Wenn man umkehrt und an ihn glaubt, ja. Und das hat nicht sein Vater ihm gesagt, dass er das machen soll? Doch, er hat den Auftrag von seinem Vater be bekommen. Das heißt, wer ist sein Vater? Gott, Und wer ist Jesus? der Sohn Gottes. Das heißt, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist nicht der Vater, aber der Sohn Gottes ist von Natur aus Gott. Nein, Habe ich vor 10 Minuten hast du erklärt. gerade, obwohl du hast es nicht richtig gesagt, aber du hast es formuliert. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist nicht Gott. Das hast du Karim. damit gesagt, weil er der Sohn ist. Er ist nicht Gott. Wenn Karim. ich der Sohn eines Königs bin, dann bin ich der Prinz und er ist der König. Wenn der König stirbt, bin ich der König. Stirbt Allah? Stirbt Gott? Kann er sterben? Nein. Kann er nicht, weil er allmächtig ist. Er ist allwissend. Das heißt, du hast dich gerade selber hops genommen. Das weißt du selber. Du hast dich Okay, gerade danke. selber hops genommen. Okay, danke. Du hast mir Knockout gegeben. Danke, dass du da warst, ja. Danke, dass du Kein da Problem. warst. Guck mal. Er hat mir einen Knockout gegeben, Leute. Er hat mir einen Knockout gegeben. Ich habe mich selber hops genommen. So, ja. Sehr schön. Gut hast du es gemacht, Karim. Du hast sehr, sehr gut gemacht. Du hast mich jetzt erleuchtet, ja. Und ja, danke schön. Danke, dass du da warst. Oh Mann, ey. Wirklich. Das ist traurig, ja. Wirklich. Das ist traurig, sowas. Also, ich habe ihm auf jeden Fall das Evangelium gegeben. Was er damit macht, ist seine Sache. Oh. Einen schönen Hallo? guten Wunderschönen guten Tag. Tag. Zu deinem Hadith, den du eben erwähnt hast, im Zusammenhang mit deckt mich zu. Semmeloni, Semmeloni heißt das auf Arabisch. Nur kurz zu mir, ich bin Muslim. Ich spreche sowohl Deutsch als auch Arabisch in muttersprachlicher Qualität. Und da kann ich gerne bei der Übersetzung helfen oder wie auch immer. Okay. Hallo, kann man mich hören? Ja, man kann mich hören, man kann mich hören. Okay, dann So. habe ich eine Frage. Du kannst ja sehr, sehr gut Arabisch, ne? Richtig. Okay, glaubst du an das, was da steht, also an das, was ich gelesen habe, war das richtig oder war das falsch? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das heißt, du bestätigst, dass Mohammed von diesem Engel dreimal gezwungen wurde, den Koran zu lesen, richtig? Ja, das ist aus der Prophetenbiografie so zu entnehmen, ja. Richtig, danke schön. Und das habe ich vorhin versucht zu erklären, aber er wollte das nicht glauben. Er hat es sogar Ja, aber abgelehnt. schau mal, das, was du aber versuchst, ist halt,
das Christentum als richtig darzustellen, indem du den Islam für falsch darstellst. Das ist irgendwie eine, also das heißt, deine Kausalität ist, da der Islam falsch ist, ist der Christentum richtig. Nee, das war nicht meine Kausalität, sondern ich habe ihn versucht, Christentum einfach zu erzählen. Ich habe gemerkt, dass er nicht viel Wissen hat. Ja, er hat mich sogar offen und ehrlich gefragt und dann habe ich ihn erklärt. Und dann wollte er von mir einen Beleg haben, weshalb ich den Islam ablehne, weil er selber von sich aus gesagt hat, dass Gott so etwas niemals tun würde. Und das habe ich ihm dann bewiesen, indem ich diesen Hadith vorgelesen habe. Das okay. heißt, ich habe nur das getan, wovon er mich aufgefordert hat, wozu er mich aufgefordert hat. Okay. Aber ich selber, ich zitiere sehr, sehr ungern die Hadithe, weil ich eh nicht dran glaube und sowas. Ja, also für mich ist es und für die Muslime im Allgemeinen ist, gilt folgender Leitsatz. Also das ist begründet sich auch aus der Sure 3, Vers 73 im ersten Satz. Man soll sein Glauben nur von Gläubigen lernen. Das ist ja auch richtig so. Ich kann dir ja auch nicht zum Beispiel das Christentum beibringen, oder? Also, ne, weil ich würde dir ja halt einem vom Pferd erzählen. So, und folgendes. Ich habe ja absolut nichts dagegen, dass man, dass du halt Vertreter des Christentums bist und daran glaubst, leibhaftig und damit dein Leben beschreitest. Ne? Und das, man sollte nur Türen aufhalten für gemeinsame Gespräche auf dem Niveau gegenseitigen Respektes. Und was ich halt schlecht finde, ist, dass man halt die Religion des anderen erklärt und dabei komplett den gesamten Kontext und alles aus der, also man reißt alles auseinander. Das ist wie, als wenn ich irgendwo eine Bibelvers zitiere. Ich zitiere nicht die Bibel, ne, nur um das zu verstehen. Also und ich sage, ja, das ist jetzt Christentum für mich. Ja, das ist natürlich unfair. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe meine Kinder zum Kinderbibeltag geschickt in die Kirche und habe denen gesagt, lernt das Christentum von den Christen. Ich habe mich damit auch so ein bisschen selber gechallenged, weil ich unterrichte meine Kinder sonntags immer. Ja, und erzähl denen halt den Islam aus unserer Perspektive und die können dann halt auch selber abwägen. Ja, nur um das so... Ja, also ich verstehe deinen Punkt, du hast auch komplett recht. Ne? Das Ding ist, bist du der Meinung, dass ich irgendwas aus dem Kontext genommen habe? Und wenn ja, was? Schau mal, ja, ich bin der Meinung, dass du was aus dem Kontext gerissen hast, weil zum einen fehlt die ganze vorislamische Zeit von Mohammed, wie er war, sallallahu alaihi wasallam, Gottes Heil und Segen auf ihn. Und dass er auf einmal da gekommen ist, Angst hatte von seinem Ereignis, also total überwältigt. Es ist ja nicht so, dass ein Engel auftaucht und dann ist Harfengesang, Engelsflügel, Engelsgesang oder was weiß ich was. Und dann der Heiligenschein und was weiß ich. Also der Herr offenbart sich halt mit seinen Engeln auf die Art und Weise, wie er es möchte. Und wenn wir auch die, ich sag jetzt mal die vorislamischen Propheten, also auch vor Jesu, dann haben wir auch wieder ein Bild, wie sich halt Gott auch offenbart und auch Menschen abstraft und so. Ne? Also, aber Femi, ja. Also wenn es darum geht, dann habe ich auf jeden Fall den Kontext gegeben. Warum? Weil ich habe mit ihm sogar über Adam und Eva gesprochen, ich habe mit ihm über Jesaja gesprochen, ich habe mit ihm über Jeremia gesprochen und auch über die Apostel von Jesus Christus gesprochen. Ja. Okay. Und ich hatte dann Galater 1 zitiert aus der Bibel, das wurde auf jeden Fall vor der islamischen Zeit geschrieben. Und da heißt es nämlich, da gibt's eine Warnung. Das ist ja der Gesprächskontext gewesen. Ja, das ist eine Warnung. Nee, ich meinte speziell jetzt Mohammed aus vorislamischer Zeit. Sorry, dass ich dir. Aber inwiefern hat die vorislamische Zeit von Mohammed die Leute aus Quraysh, inwiefern haben sie einen Einfluss auf die Offenbarung von Mohammed? Das hatte gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Also was mit der vorislamischen Zeit war, das hatte gar keinen Einfluss auf die Offenbarung, oder? Schau mal, und zwar, es hat Einfluss auf den Charakter Mohammeds, weil er hat ja 40 Jahre auch vorher als Mensch, als normaler Mensch gelebt. Deshalb, aber schau mal,
deshalb ist es halt wichtig zu wissen, wer ist es. Und es gibt halt sehr, sehr viele Überlieferungen in dem Zusammenhang, welche Art von Mensch er aus vorislamischer Zeit war. Das ist halt, okay, das geht halt komplett unter. Ganz kurz, Femi. Ja. Inwiefern hat es einen Einfluss auf den Fakt, dass er von dem Engel gewürgt wurde? Inwiefern wird das dadurch, gerechtfertigt? Also, dass der Engel sich ihm offenbart hat und dass der Engel ihn gewürgt hat, das war ja das Thema. Inwiefern beeinflusst die Vorgeschichte von Mohammed, dass ein Engel ihn gewürgt hat? Schau mal. Erstens, er wurde gepackt und gezwungen zu lesen und er konnte halt nicht lesen. Es geht nicht um Erwürgen oder sowas. Sondern man muss auch die Überlieferungen auch richtig deuten beziehungsweise auch packen. Aber das hat gar keinen Einfluss darauf. Du hast jetzt dort was zitiert, das hat jetzt erstmal gar keinen Einfluss darauf. Genau, nur genau. Du hast gerade zugegeben, dass es gar keinen Einfluss hat. Also wozu sollte ich die Geschichte erzählen, wenn es eh keinen Einfluss hat? Okay, es ist halt wichtig zu wissen, was die 40 Jahre auch vorher, was er da war, ne? Und was über ihn überliefert. Wenn es gar keinen Einfluss hat auf das, was ich erzähle, wozu soll ich das erwähnen? Ja, weil du halt der Meinung bist, weil, schau mal, der war ja 15 Jahre lang verheiratet mit Khadija und sie kannte sich ja, sie kannte ihn ja auch sehr, sehr gut. Und sie war ja auch aus einer christlichen Familie. Und sie wusste halt, dass er kein Lügner ist. Ne? Und deshalb hat er ihr auch weisgemacht, was er für eine Begegnung hatte. Aber ist ja jetzt egal. Erstmal, schau mal. Ja, wir können gleich weitermachen. Also nochmal, du hast jetzt gerade sogar gesagt, dass es egal ist. Es hat gar keinen Einfluss. Ja, und trotzdem hast du zu mir gesagt, dass ich etwas aus dem Kontext genommen hat, was gar keinen Einfluss hat. Weißt du, und das ist genau das, was ich meine. Obwohl es gar keinen Einfluss hat, sagst du, dass ich es aus dem Kontext genommen habe. Und das ergibt für mich gar keinen Sinn. Nein, weil dazu gehört nämlich auch eine Sure, Ayyuhal Muzammil, also die Muzammil-Sure. Und deshalb habe ich jetzt, schau mal, als ich reingekommen bin, habe ich nicht so mitbekommen, was du alles vorher gesagt hast über Jesaja und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was da vorher stattfand. Nur man muss halt auch das ganze Bild immer vor Augen halten. Ja, deshalb ist halt, kann man nicht punktuell. Würdest du mir da zustimmen, wenn ich jetzt irgendwo mittendrin etwas lese und das für und sowas dann könnte ich damit Verwirrung anstiften, wenn ich irgendwo mittendrin anfange? Ja, wenn der Kontext eine Rolle spielt, aber wenn der Kontext keine Rolle spielt, dann kannst du das ignorieren. Ganz kurz. Wenn du eine Geschichte erzählst, ja, und du fängst irgendwo mittendurch an, ne, man muss einfach nur aufpassen, ob es einen Kontext hat. Wenn es eh keinen Kontext hat, dann kann man alles drumherum ignorieren. Aber wenn es einen Kontext hat, dann hast du recht, dann sollte man diesen Kontext mit hineinbeziehen. Richtig. Aber wie du gerade festgestellt hast oder bestätigt hast, hat die Geschichte der Leute aus Quraysh oder die Vorgeschichte des Islams gar keinen Einfluss auf die Geschichte. Deswegen habe ich es auch ignoriert. Natürlich, weil schau mal, ich weiß jetzt nicht, ob du die Geschichte der arabischen Halbinsel kennst und wie die Quraysh dort gelebt haben und was deren Alltag war. Ja, und das hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf alles. Aber okay, wir drehen uns im Kreis. Hast du sonst eine Frage oder sowas? Ja, ich wollte nur halt aus meiner muslimischen Perspektive die Liebe zu Jesu erläutern, wenn du es erlaubst. Ja, mach das. Ja. So, also, ich glaube und wir Muslime glauben, dass er der Messias ist. Ja, es steht ja auch drin. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria. Oder Isa, sagen wir. Ich weiß, viele von euch lehnen das ab, dass Isa Jesus ist. Aber er ist halt der Messias, der Sohn der Maria. Und wir wissen, dass er zur Erfüllung des Bundes entsandt wurde. Wir glauben an die
jungfräuliche Geburt. Das heißt, Maria wurde nicht männlich interveniert, um den Christus, also den Messias, zu gebären. Und dass er ein Zeichen ist und dass er ein Frohbote ist, dass er auch das Evangelium gelehrt hat. Und dass diejenigen, die zu seinem Zeitpunkt ihn abgelehnt haben, dass die Strafe Gottes auch treffen wird. Ne? Nur um das... Kann ich kurz unterbrechen? Okay. Du hast gesagt, ihr glaubt, dass er zur Erfüllung des Bundes gekommen ist. Wo steht das? Richtig. Ja, das kann ich dir auch raussuchen. Ich sitze nur gerade im Auto. Okay. Ich habe nur gerade zugehört. Ja. Egal, musst du nicht, aber erstens, welcher Bund? Und zweitens, steht es in der Bibel oder im Koran, was du gerade gesagt hast? Es steht in beidem, also sowohl in Jesaja, also das heißt Altes Testament, ja, mhm. Und auch im Koran, dass der Herr einen Bund mit den Kindern Israels eingegangen ist und der zur Erfüllung dieses Bundes auch der Messias entsandt werden soll, aus deren Ländern. Das heißt, er ist einer aus den Kindern Israels und genau, das entnimmt man auch aus dem Koran, beziehungsweise auch aus den Ahadith. Aber ich kann dir das alles raussuchen, nur ich bin tatsächlich, ich kann die Kamera anmachen, ich sitze gerade im Auto und würde das auch dann gerne raussuchen. Okay, das heißt, glaubst du auch, wenn im Jesaja 9, Vers 5 steht, dass Jesus, oder dass im Jesaja Kapitel 7 zum Beispiel, Vers 13, dass er Gott mit uns ist, oder im Jesaja 9, Vers 5, dass er der starke Gott ist? Glaubst du daran? Da habe ich mit einem Rabbiner darüber gesprochen und da ging es auch darum, dass es sich um das Volk Israels handelt. Und weil du musst dir Folgendes vorstellen, wenn ich Fragen über das Alte Testament im speziellen Sinne habe, rede ich tatsächlich mit Juden beziehungsweise Rabbiner halt in dem Zusammenhang, weil da muss ich halt auch fair sein und dort auch fragen. Und also das Tauhid-Verständnis, also das Verständnis des Monotheismus, sind wir ja ganz auf derselben Linie wie das Judentum. Das heißt, bitte? Okay, das heißt, wenn du jetzt einen Rabbiner fragen würdest, ob Jesus der Messias ist, was würde er dir sagen? Der würde sagen, nein. Okay, aber wieso fragst du ihn dann, ob Jesus in der Bibel prophezeit wurde, wenn er dir nicht die Wahrheit sagt? Er würde mir sagen, es ist auf jeden Fall ein Messias vorabgekündigt und ich nehme mir dann meine Quellen und dort steht, es ist der Messias und dann stelle ich das gegenüber und für mich ist das dann halt ganz, ganz klar. Alles klar, Jesus war der Messias, nur gibt es halt die monotheistischen Regeln. Lass mal Schritt für Schritt. Also ja. Du hast die Rabbiner, wenn es um Christentum geht, als deine Autorität genommen. Aber wenn es um Koran geht, nimmst du sie auf einmal nicht mehr als eine Autorität. Weil die Rabbiner sagen ja dir ins Gesicht, dass Jesus nicht der Messias ist, aber der Koran sagt dir, dass Jesus der Messias ist. In dem Fall lehnst du die Rabbiner ab. Aber wenn es um die christliche Theologie geht, dann nimmst du das an, was die sagen, richtig? Nein, ich nehme den Leitgedanken des Monotheismus an, dass man halt nichts anbeten soll, was auf Erden ist oder sich ein Gleichnis davon. Das ist ein klarer Verstoß gegen das zweite Gebot und das erste Gebot. Deshalb ist das ja auch eins essentiell in der Tauhid-Regel, also Tauhid heißt Monotheismus, in der Monotheismuslehre auch des Islams. Nur wenn ich halt sehe und das Wirken aller Propheten halt sehe, und du weißt ja, für uns Muslime ist Jesus halt ein Prophet, und dann sehe ich das halt bestätigt. Und es gibt halt gewisse Dinge, die dann erst Sinn machen, wenn du alles übereinander legst, also Torah, Evangelium und Koran. Okay, dann gucken wir mal, ob das, was der Rabbiner dir gesagt hat, Sinn ergibt, okay? Du hast gesagt, dass die Rabbiner dir gesagt haben, dass im Jesaja Kapitel 7, wenn es heißt, uns ist ein Kind geboren, wenn es heißt, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird, der Gott mit uns sein wird, dass das Israel ist. Wie ist das möglich, dass es Israel ist? Inwiefern kann Israel von einer Jungfrau geboren werden? Erzähl mal. Inwiefern? Ja, durch göttliche Eingebung. Das heißt, du glaubst, dass Israel von einer Jungfrau geboren wurde? Nicht Israel, sondern Jesus. Also Israel ist für mich der Prophet Jakob und er hat halt 12 Kinder gehabt, die Stämme Israels genannt werden. Ne? Also nur um das klarzustellen. Ja, aber ich hatte ja erzählt von der Prophezeiung im Jesaja Kapitel 7, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird. Du als Muslim glaubst auch, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Natürlich. In dieser Prophezeiung heißt es aber, dass die Person, die geboren wird, Gott ist.
Und du hast mir gesagt, dass als du die Rabbiner gefragt hast, die haben dir gesagt, dass es Israel ist. Und jetzt frage ich dich, ja, weil du die angenommen hast. Lass mich mal bitte kurz ausreden, weil du sie angenommen hast. Erklär mir, inwiefern dieses Kind, was von einer Jungfrau geboren wurde, Israel ist. Erzähl mal. Also, es geht ja auch ein bisschen weiter, dass dieses, dass Israel dort auch geplagt wird und ich von irgendwelchen, ich sag jetzt mal Heimsuchungen, nenne ich das jetzt mal alles. Und es ging ja nicht nur darum, dass ein jungfräulich etwas geboren wird, sondern ich kann dir das, also da würde ich auch gerne einen Rabbiner hinzuziehen, wenn das okay ist. Zwar wahrscheinlich funktioniert das nicht jetzt, weil er wahrscheinlich keine Zeit hat, aber dort ging es um weitaus mehr als nur ein, da wird irgendwas Jungfräuliches geboren. Aber kannst du mir vielleicht den Vers nennen, dann notiere ich mir das ganz kurz. Das ist Jesaja Kapitel 7, Vers 13 und ich kann dir gerne erklären, worum es da geht. Jesaja 7, 13, richtig? Genau, Jesaja 7, 13. Ich notiere mir das nur kurz. Okay. Und ich kann dir das auch gerne erklären, worum es da geht. Und ich kann dir beweisen, warum es gar nicht Israel sein kann. So, wenn du denn da wärst, aber ich glaube, du bist weg. Okay. Bist du noch da, oder? Ich habe mir nur notiert, entschuldige. Okay, alles gut, alles gut. Guck mal, ich erkläre dir den Kontext und ich beweise dir, dass es auf keinen Fall Israel sein kann. Okay? Warum? Weil in dem Kontext geht es darum, dass Israel, also der Nordhälfte, du weißt ja, Israel wurde ja in zwei Königreichen Ich weiß. Genau, der Norden hat sich verschworen gegen den Süden. Und Gott wollte ein Zeichen geben, dass er den Süden nicht im Stich lässt, nämlich Juda. Das heißt, dieses Kind, was geboren wurde, war ein Zeichen für das Volk. Es war gar nicht das Volk selbst, sondern es war ein Zeichen für das Volk. Deswegen sagt er ja, ein Zeichen werde ich euch geben. Und dieses Zeichen ist, dass eine Jungfrau ein Kind gebären wird. Und ein Zeichen, dass Gott mit ihnen ist. Es hat nichts, das Kind hat nichts, ist nicht Israel selber, sondern das Kind ist, wenn überhaupt, ein Zeichen für das Volk Israel gewesen. Verstehst du? Ja, okay. Also ich würde, schau mal, ich nehme grundsätzlich keine Entschlüsse, außer dass ich danach mehr selber so meine Recherche dann auch mache, ne? Mach das, alles gut. Aber du bist auf jeden Fall korrekter Typ, ja, das muss ich sagen. Und mit dir hat es Spaß gemacht zu reden. Ja, also schau mal, ich bin grundsätzlich immer für einen Dialog auf dem Niveau gegenseitigen Respektes. Keiner muss irgendwie jetzt hier konvertieren oder keiner muss jetzt hier irgendwie jeder für sich subjektiv hat die absolute Wahrheit gepachtet oder sieht sich in der absoluten Wahrheit. Das ist aber nicht schlimm. Objektiv müssen wir halt miteinander auch trotzdem reden können. Ja, also deshalb auch danke für das Gespräch. Ich muss dann, also wichtig ist, wir brauchen Türen, um miteinander zu reden. Türen offen halten für Gespräche. Fertig. Aber eins mag ich halt nicht. Jemand erklärt mir meine Religion, der außerhalb der Religion ist und schreibt mich auch noch von der Religion raus. Das ist, ich denke, das magst du ja wahrscheinlich auch nicht, dass ich dir irgendwie. Also was ich auf jeden Fall auch immer wieder gerne sage, ist, ich bin absolut kein Experte im Koran. Ich lehre hier auch nicht den Islam, sondern ich versuche einfach nur die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Ne? Ja. Und manchmal kommt es halt dazu, dass man irgendwie über gewisse Koranverse redet oder so. Weißt du, aber ich bin auf keinen Fall ein Experte und ich bin auch nicht hier, um Muslime zu belehren oder so. Jesus ist ein Frohbote des Evangeliums und wenn du das vertretest, dann ist das ja auch richtig so. Das ist ja nicht falsch. Also sehe ich selbst aus muslimischer Perspektive nicht falsch. Ja, da drin ist Licht, da werden Leute Erleuchtungsmomente bekommen, recht geleitet sein und so weiter und so fort. Das ist ja nichts Verkehrtes. So. Ja, dann ist ja so. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und danke, dass ich hier mal sprechen durfte. Ja, auch einen schönen Tag, ja. Gott segne dich. Ermin und auch dich. Dankeschön. So. Ja, er war ein korrekter Typ, wirklich. Also, hallo Hamburg? Hallo Hamburg? Okay, Hamburg redet nicht. Okay. Ja, oder es stimmt wieder irgendwas mit meinen Verbindungen nicht.
Okay, das lädt jetzt auch zu lange. Mann, was ist denn hier los, ja? Stopp, mein. Hallo? Jo. Du schon wieder, ja, guck mal, ich habe keine Kraft mehr, deswegen lasse ich jetzt meine Geschwister hoch, die werden mit dir schön reden, okay? Weil ich habe keine Kraft mehr. Ich habe nur eine Frage. Nein, warte mal, ich lasse die anderen reden, warte mal. Okay. Also, grüß, Bruder, lange nichts mehr gesehen von dir. Ja, Bruder, ich war weg, ich habe Pause gemacht, Bruder. Ja? Ja, ich weiß. Du hast die Pause gut ausgenutzt, Bruder. Ja, Mann, das hat so gut getan, ja. Das hat richtig gut getan. Ich hoffe, du hast die Tage genossen, Bruder. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Ich habe mich eigentlich auch teilweise zurückgezogen. Ich habe nur ein oder zweimal gestreamt jetzt in dem ganzen Monat. Mhm. Weil ich auch mal ein bisschen Pause brauchte, auch mich wieder ein bisschen mehr aufs Bibelstudium mit meiner Frau gemeinsam und so weiter und so fort. Wir sind jetzt gerade dabei, 1. Samuel, weißt du, im 1. Samuel zu studieren. Das war für mich einfach ein bisschen wichtiger. Ey, das Krasse ist, ich lese auch gerade 1. Samuel. Also ich Echt? Bin noch, ja, noch drei Kapitel, dann bin ich fertig. Okay. Wir haben gestern erst angefangen mit 1. Samuel. Davor waren wir bei Ruth, Esther und so weiter. Genau. Stark, weißt du, mit wem du gerade gesprochen hast, Bruder? Wer war das? Ganz kurz, Leute. Wer war das? Fate. Ja. Wer war das denn? Das war der Bruder von Anwar. Von Anwar? Ja, kennst du den Bruder, der Anwar? Hat diesen Glatzkopf da. Ja. Ja, der Femi ist sein Bruder. Ach so, echt, ja? Ah, okay. Ja, cool. Ist der Bruder von Anwar. Weißt du, so, deswegen sage ich, weißt du, so respektvoll wie Femi ist. So widerlich es an war. Krass. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, doch. Ist so. Ich habe auch am Anfang gar nicht gewusst, dass es der Bruder ist. Dann war ich in einem Stream von denen drin. Und da habe ich dann ein bisschen zugehört. Dann habe ich gesehen, dass Femi in einem anderen Stream drin war. Und da ging es genau um Anwar. Und dann hat er selber gesagt, hör mal zu, Anwar ist mein leiblicher Bruder, ich werde jetzt bestimmt nichts Schlechtes über ihn sagen, ganz im Gegenteil, ich werde ihn immer verteidigen und so weiter und so fort. Deswegen lass uns nicht über meinen Bruder sprechen, sondern lass uns über mich jetzt hier sprechen. Ah, okay. Heftig. Ja. Hallo, Jason. Jason. Hallo, Jason? Jemand, der kann mich reden. Jason, hörst du mich? Okay, dann nehme ich ihn runter. Okay, Karim, erzähl mal, was liegt auf dem Herzen, Karim? Ich habe eine Frage, Menzer. Erzähl. Also, du hattest ja gesagt, dass der Islam eine Lüge oder irgendwas in der Art ist, ne? Ach so, warte mal, Karim. Also, hast du gesehen, dass der Bruder nach dir, dass er bestätigt hat, dass das, was ich gesagt habe, wahr ist? Hast du mitbekommen, oder? Ja, natürlich. Okay, glaubst du daran? Das, was er gesagt hat, dass es wahr sein soll? Genau. Ob ich daran glaube? Ja. Also, er als aus seiner Perspektive glaubt daran. Also, weil es Überbringungen sind, kann man drüber munkeln. Also, man kann dran glauben oder nicht. Okay, du glaubst ja an das, was Okay, alles gut. Stell mal deine Frage. Meine Frage ist, du meintest doch, dass der Islam sozusagen eine Lüge ist, oder? Ja. Und du sagst ja irgendwie, dass der Islam irgendwas mit Satan ist und so, oder? Ja. Du meintest doch zu dem Bruder vor mir, dass du nicht über den Islam urteilst, sondern einfach nur Sachen aus dem Islam nimmst, um für den Christentum sozusagen zu stimmen. Um anderen Leuten sozusagen zu erleuchten, dass sie den Christentum befolgen. Warum lügst du? Das habe ich nicht. Warum lügt er? Er lügt doch nicht. Davor sagt Karim, sagt er, dass er damit gar nicht sowas ausdrücken möchte. Karim, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht über Islam urteile. Was ich gesagt habe, ist, dass ich nicht hier bin, um Muslime zu belehren. Ich lehre nicht den Islam. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich nicht urteile über Islam. Der Bruder vor mir meinte, dass er nicht gegen den, dass er die Christen nicht irgendwie umleiten möchte von ihrem Glauben. Genau. Dasselbe willst du auch machen, aber das, was du machst, ist doch genau das Gleiche. Du willst doch nicht nur für deine Christen, die Karim, hör mal kurz zu. Ja, erzähl. Du hast mir gerade
etwas in meinen Mund gelegt, was ich nie behauptet habe. Du hast gesagt, dass ich gesagt hätte, dass ich nie über Islam urteilen würde. Das stimmt aber nicht. Was ich gesagt habe, ist, dass ich nicht über den Islam lehre. Ich bin kein Lehrer. Ich bin kein Gelehrter des Islams. Ich lehre auch keinen Muslim über Islam. Sondern ich proklamiere das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn ich mit Muslimen rede, so wie du, dann kommt es mal vor, dass ich gezwungen bin, um irgendeine islamische Quelle zu zitieren. Weil du hast mich ja aufgefordert, dir eine Quelle zu bringen, richtig? Aber guck mal, du kommst wieder aus dem Kontext. Davon rede ich doch gar nicht. Hä? Okay, erzähl mal. Guck mal, ich rede davon, dass du zu dem Bruder davor, er meinte zu dir, dass du nicht über den, sozusagen über, dass der Moslem nicht über den Christentum urteilen sollst, weil die deren Glauben haben und wir unseren Glauben. Das hat er so gesagt, dass ihr euren Glauben habt und wir unseren Glauben, weil es auch so im Koran steht. Aber du hast davor, bevor er überhaupt in dem Live drin war, wo ich gerade erst reingekommen bin, hast du wie Sachen gesagt wie, ja, der Islam ist satanistisch und ihr sollt daran nicht glauben und so. Wer bist du, dass du sowas sagen kannst? Ich bin ein Kind Gottes. Du bist auf jeden Fall kein Kind Gottes. Selbst bin ich ein Kind, selbst sind wir Kinder Gottes. Ihr seid Kinder eurer, ihr seid die Kinder eurer Eltern, ihr seid nicht Kinder Gottes. Karim. Wer ist denn der Sohn Gottes? Karim, hör mir doch mal was zu. Ja, erzähl mal. Ganz kurz. Nicht irgendwo links, rechts abbiegen oder so, sondern lauf einfach mal auf einer geraden Strecke, okay? Ich laufe die ganze Zeit gerade, Kollege. Also, weißt du, was wir meinen, wenn wir sagen, wir sind Kinder Gottes? Musst du mir erklären. Also, wenn ich verstehe, dass ich ein Kind von jemandem bin, dann verstehe ich darunter nur eine Sache, die du wahrscheinlich auch genauso wie ich verstehst. Okay, dann erklär mir mal bitte, warum du es nicht schaffst, geistlich zu denken, sondern immer nur sexuell. Hä, wie geistig? Was willst du mir damit sagen? Also das heißt, wenn guck mal, das, was ich dir damit sagen will, ist, wenn ich dir sage, ich bin ein Kind Gottes. Ja? Das heißt, du denkst geistig von deiner geistigen Überzeugung, von dir selber. Richtig. Du, ich vom Fleische her bin der Sohn meines Vaters und meiner Mutter. Aber ich vom Geistlichen bin ein Kind Gottes. Und Wie wirst du Kind von jemandem? Erzähl mal. Okay, ich erkläre dir, okay? Karim. Warte, Mensa, ich rede doch gerade mit Fahid. Wie okay, wirst du Kind von jemandem? Mit Fahid, mit Faith heißt es, Glaube. Ja, erzähl weiter. Okay. Wie wirst du Kind von jemandem? Aus menschlicher Sicht, so wie du es dir generell vorstellst, so wie ihr Muslime euch generell alles vorstellt. Ja? Und aus nichtmenschlicher Sicht? Aus nichtmenschlicher Sicht ist Folgendes. Und zwar, in Johannes 1,12 steht drinnen, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und der Name die ist? Nicht, jetzt warte, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und genau das ist das, was wir Christen sagen. Wir Christen sagen, wir werden bei unserer Bekehrung, bei unserer Rückkehr zu Gott, wenn wir erkannt haben, dass wir so nicht mehr weiterleben können, dass wir voll Sünde sind, dass wir umkehren müssen zu Gott zurück, ja, erleben wir eine Bekehrung. Und das nennt sich Buße, ja. So, diese Buße, nach dieser Buße, die du getan hast, bei dieser Erkennung, dass du das etwas erkannt hast, da geschieht etwas. Und zwar wirst du wiedergeboren werden. Nicht nach dem Fleische nach, sondern im Geiste wirst du wiedergeboren. So, das heißt, diese Neugeburt, lass mich doch mal bitte aussprechen. Ja, diese Neugeburt, die du da erlebt hast, die gibt dir dann das Anrecht, weil ich Jesus aufgenommen habe, weil ich Jesus geglaubt habe, weil ich glaube, was er für mich getan hat, gibt mir dann dieses Anrecht, ein Kind Gottes zu sein. Okay, kann ich euch jetzt eine Sache, nur um etwas klarzustellen. Ihr stellt euch gerade, und sagen wir uns alle, mit Jesus gleich, wusstet ihr? Nein. Weißt du warum? Ihr sagt doch, wir sind alles Sohn Gottes, also Kinder. Ja. Tut mir leid, ja. Kinder Gottes. Ja. Genau, ne? Ja. Und lass uns. Lass es mich doch erklären. Und du sagst, ich soll nicht immer von der sexualen Sicht ausgehen, sondern von der physischen. Wurde Jesus sexual von, sozusagen, hat Gott Maria befriedigt, dass er sozusagen sexual geboren wurde von Maria? Oder hat Gott einfach nur gesagt, es soll so sein? Und dann ist Jesus geboren. Ei. Erzähl mal.
Oh Mann, Karim. Also nein, erzählt doch, beantwortet mir doch die Frage. Hat Gott gesagt, es soll so sein und dann ist, ist es geschehen? Oder hat Gott Maria befriedigt und dadurch ist es geschehen? Erzählt mir mal. Wie ist hat er im Islam Maria befriedigt? Oder hat er gesagt, da hat er irgendwas anderes gemacht? Du, guck mal, du lenkst vom Thema ab. Nein, ich frag dich doch nur. Du stellst doch gerade voll die sinnlose Frage. Das kannst du miteinander nicht vergleichen. Nein, du, warum? Du stellst mir doch genau diese Frage über das Christentum. So, und jetzt gehe ich hin. Ich stell die Frage nicht über den Christentum. Ich stell die Frage nur an euch persönlich, weil ihr daran glaubt, Kinder Gottes zu sein, dass sie Gott ist. Und wenn Jesus genau im gleichen Zweck wie wir auch sozusagen, auch wenn er, wenn seine Mutter nicht angefasst wurde oder sonstiges, Gott hat immer gesagt, es soll so sein. Woher wissen die Eltern? Die Eltern wissen noch nicht, ob es ein Sohn oder ein Mädchen wird, oder? Ja. Und wie passiert das? Wie kann es sein, dass ein Mädchen oder ein Junge wird? Oh, Karim, guck mal, du hast nicht. Warum beantwortet? Guck mal, ihr. Warte mal, Bruder. Beantwortet es mir doch. Aber Karim, der Unterschied zwischen uns und Jesus, ja, ist doch folgender, dass Jesus schon ewig im Himmel war. Das heißt, er war schon existent, bevor er auf die Erde gekommen ist. Wir sind doch nicht existent. Das heißt, wir sind nach dem Fleische, da habe ich dir doch gerade gelesen, nach dem Fleisch nach bin ich der Sohn meines Vaters und der Sohn meiner Mutter. Nach dem Fleisch nach, ja. Das heißt, der Mensch, ja, ist der Sohn meiner Mutter und der Sohn meines Vaters. Nach dem Geiste nach, nachdem ich die Umkehr begangen habe, ja, die Erkenntnis der Sünde, die Umkehr zu Gott, bin ich im Geiste wiedergeboren und gehöre jetzt als Kind Gottes zu Gott. Deswegen weiß ich, dass ich bei meinem Ableben auf dieser Erde, ich werde nicht sterben. Warum? Weil ich nach Hause gehe. Ja, das heißt, mein Fleisch verrottet hier, aber ich selber, meine Seele, wird aufsteigen zum Herrn Jesus. Das heißt, ich weiß, dass mein Platz im Himmelreich gesaved ist. Also wirklich, also manchmal glaube ich wirklich, dass ihr euch, also ihr seid, ich höre, ihr informiert euch richtig viel über die Bibel und etc. Aber guck mal, wenn ihr christlich seid, dann solltet ihr euch auch mal anfangen, über jede andere Religion zu informieren und nicht warum nur über eine. Warum? Warum? Mir ist doch wichtig, was der Herr Jesus für mich getan hat, nicht was Buddha oder was Hare Krishna und sowas für mich machen. Das, was in der Tora steht, was in der Bibel steht und was im Islam steht, obwohl es von drei verschiedenen Männern gesagt wurde, ist es trotzdem alles. Es ist nicht alles gleich, aber es ist wie von einer gleichen Lampe. Die Strahlen von einer Lampe, das ist wie von der Strahlen von einer Lampe. Die sind nicht gleich, aber es ist ähnlich, verstehst du? Nein, ist es nicht. Soll ich dir sagen, warum? Eben doch. Weil sowohl das Alte Testament, also das Alte Testament kündigt den Messias an, der gekreuzigt wird. Ja? So. Ja. Im Neuen Testament wird der Messias gekreuzigt. Er steht wieder auf, ja, die Auferstehung geschieht und er fährt auf zum Himmel. Der Islam leugnet das alles. Wo leugnet er das denn? Der Islam hat nie geleugnet, dass Jesus am Kreuze gekreuzigt wurde. Das hat der Islam nie geleugnet. Okay, bitte, Bruder, du weißt, was du jetzt zu tun hast. Karim, wiederhol mal deinen Satz. Karim, wiederhol mal deinen Satz, bitte, Bruder. Wieso? Ihr wollt mir gerade erzählen, dass der Islam leugnet, dass der Jesus nicht am Kreuz gekreuzigt wurde. Okay. Das heißt, im Islam wurde Jesus gekreuzigt, oder was? Zeig mir mal eine Sure, wo Jesus nicht gekreuzigt werden. Hat Allah es nicht so erscheinen lassen, als ob es Jesus gewesen wäre? Ob es ein anderer gewesen wäre? Also die Leute dachten, es wäre Jesus, aber es wäre ein anderer gewesen? Ich verstehe, worauf ihr hinaus wolltet. Ihr redet von, wie war sein Name? Er war ähnlich wie Jesus. Jesus oder Judah meinst du? Judah meinst du? Was? Judah. Ja, genau. Judah. Anstatt davon Jesus gekreuzigt wurde und dann Jesus weiterleben konnte im Himmelreich. Genau so. Ja. Genau, ja. Ich weiß, was ihr meint. Alles gut? Ja, ist jetzt Jesus gekreuzigt worden oder nicht?
Ja, guck mal, ich sag euch ganz hart auf hart, von mir aus ja. gesehen, weil ich mich auch mit den anderen Religionen befasst habe. Ist nicht ja. so, dass ich nicht an das glaube, was der Islam sagt, aber ich glaube, also ich bin ein Mensch, ich bin Muslim, das sage ich euch hart auf hart. Okay. Aber ich glaube auch daran, was in den anderen Schriften steht, weil das, was in den Schriften steht, wir sind alles wie Brüder und Schwestern. Wir sind okay, dann nur für mein Verständnis, das heißt, ja. dass du wirklich glaubst, dass Jesus am Kreuz war und am Kreuz gestorben ist. Ist das richtig? Soll ich dir ehrlich sein? Ja. Ich glaube weder noch. Was heißt ja weder noch? Was glaubst du dann? Soll ich ehrlich sein? Ich glaube weder noch. Weißt du, wisst ihr warum? Okay, jetzt pass auf. Erklär mir mal bitte, warte mal ganz kurz. Wer ist ans Kreuz gegangen? Also wer war am Kreuz und wer starb am Kreuz? Erklär mir mal bitte die zwei Dinge. Das ist das, was ich gern von dir wissen würde. Wer am Kreuz war und wer gestorben ist? Ja, genau. Wer gekreuzigt wurde und wer gestorben ist? Soll ich ehrlich sein? Ja. Weiß ich nicht. Was heißt, weiß ich nicht? Weiß ich nicht. Aber du bist doch Moslem, oder? Ich bin Moslem, ja. Okay, und was sagt der Islam? Aber soll ich euch eine Sache sagen? Erzähl. Guck mal, das, was bei uns in den heiligen Schriften drinsteht, das wird geglaubt, ja. Mhm. Aber die eine Schrift sagt was anderes als die andere Schrift, oder? Mhm. Und weißt du, es gibt nur eine Sache oder eine Tätigkeit, wo du dann dran glauben kannst, wenn du selber dabei warst. War einer von uns drei selber dabei? Keiner war dabei. Guck mal, Karim, guck mal. Es war schön mit dir. Aber es nein, war lass, schön mit dir. Lass mich eine Frage noch stellen. Nein, okay, du wirst gleich die Frage stellen, so, aber ich will noch mal etwas klarstellen. Guck mal, an die ganzen 400 Leute hier. Ja, ich habe Karim schon zweimal runtergeschickt. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass er leider unwissend ist. Ja, und wir wollen ihn hier nicht bloßstellen. Wir wollen, weil es heißt immer wieder, wir reden nur mit Unwissenden. Das ist nicht unsere Absicht. Wir haben ihn darum gebeten, runterzugehen, aber er will wieder hochkommen. Und deswegen ist er zum dritten Mal hochgekommen. Aber jetzt biete ich ihn nochmal an, runterzugehen, weil ich bin der Meinung, dass er nicht den Islam korrekt vertritt. Ja, er ist leider ein Jahil. Und deswegen, ich will euch nicht bloßstellen. Ich nehme ihn gleich runter, keine Sorge. Karim, stell mal deine letzte Frage und dann kannst du dich verabschieden. Wer bist du, dass du darüber urteilst, was ich bin? Na, anhand von das, was du sagst, merke ich, dass du nicht viel Wissen hast. Aber guck mal, ich glaube da. Guck mal, was musst du sein, um ein Moslem zu sein? Guck mal, Karim, stell mal bitte deine Frage. Stell mal deine Frage, bitte. Okay. Jesus, was hat Jesus, bevor er starb? Weil ihr glaubt ja, dass er gekreuzigt wurde. Was hat Jesus gesagt, bevor er gekreuzigt wurde? Am Kreuz, was hat er gesagt? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und zu wem sprach er? Zum Vater. Und wer ist der Vater? Sein Vater. Gott. Nee, wer ist denn der Vater? So Gott. Ganz. Gott und ist der Vater. Wer ist Jesus? Er ist Gottes Sohn. Das heißt? Guck mal, Karim. Noch danke, mal. Dass du da warst. Ich verstehe nicht, warum ihr dieser Frage immer aus dem Weg geht. Wir gehen doch nicht aus dem Weg. Karim. Wir gehen doch nicht aus dem Weg. Ich verstehe es nicht. Ihr sagt, Jesus ist Gott. Ja. Dann, Menzer will mir erklären, dass der Vater und der Sohn das Gleiche sind, aber ich bin nein, nicht... Nein, hat er nicht gesagt, das hat er nie gesagt. Er hat nie gesagt, dass der Vater und der Sohn der Gleiche sind. Er hat immer gesagt, der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn. Weil Menzer ist kein Modalist, sondern er ist ein Trinitarier. Und ein Trinitarier sagt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind getrennt voneinander, aber im Wesen sind sie gleich. Und das ist das, was er dir die ganze Zeit gesagt hat. Okay, und die sind im Wesen gleich. Ja, klar. Du bist doch auch genauso wie dein Vater. Du bist doch auch Mensch, oder? Aber ich bin noch nicht genauso wie mein Vater, oder? Aber du bist doch Mensch. Ja, genau, aber ich bin noch nicht genauso wie mein Vater, oder? Schau mal, du bist doch aber vom Wesen her bist du ein Mensch. Ist das richtig? Fade, Bruder, das ist Zeitverschwendung. Guck mal, Karim, danke, dass du da warst. Ja, und du hast uns einen Knockout gegeben. Du hast gewonnen, okay? Wir geben auf, ja? Okay. Karim, du hast gewonnen. Du hast uns Knockout gegeben, ja? Mal ganz kurz. Nein, du hast gewonnen. Du hast uns einen Knockout gegeben. Nein, guck mal, hier geht's doch gar nicht ums Gewinnen oder Nicht-Gewinnen. Ich lerne was dazu und ihr erzählt mir einfach Sachen. Aber ich möchte euch natürlich auch Fragen stellen, die ihr mir dann beantwortet. Aber wenn ihr mir dann sagt, dass Sohn und Gott vom Wesentlichen das Gleiche sind, dann will ich doch einen Widerleg haben, warum ich das glauben soll. Also pass mal auf, wenn ich jetzt anhand vom Alten Testament, ja, zeige, dass der Sohn Gottes dasselbe Wesen hat wie der Vater, was machst du dann? Dass der Sohn Gottes dasselbe Wesen hat wie der genau, Vater. Genau. Was machst du dann? Das heißt, beides Gott.
Genau, richtig. Was machst du dann? Ich möchte erstmal, also erstmal musst du es mir zeigen und ich möchte hören. Ja, na, ich will ja wissen von dir, wozu wärst du bereit, beziehungsweise was wäre deine Intention, wenn du das hörst, beziehungsweise wenn du es selber mit deinen Augen liest, dass der Sohn dasselbe Wesen hat wie der Vater. Was soll ich dann machen, hä? Ich mache hier gar nichts. Guck mal, ganz bitte, Karim, komm mal bitte in 10 Minuten nochmal, ja? Ich habe andere Gäste, ich nehme die hoch. Zu lernen. Also, ich wollte mir doch beibringen. Also, Karim, ich geb dir eine Aufgabe. Geh ins Internet, ja? Und schau mal, wenn du keine Bibel zu Hause hast, weil du hast keine Bibel zu Hause. Du hast keine Bibel zu Hause wahrscheinlich, oder? Richtig? Ja, erzähl weiter, ich möchte hören. Also, wenn du keine Bibel zu Hause hast, dann gehst du auf Bible-Server, ja? Dort kannst du die Bibel nachlesen. Und dann schlägst du auf Sprüche 30 und liest ab Vers 4 durch. Okay? Mach das mal. Okay. Karim, danke, dass du da warst. Warte mal, ich nehme andere Gäste. Also Karim, er ist heute schon mehrmals hochgekommen. Es ist wirklich nur Zeitverschwendung. Also der will nicht verstehen. Das ist das Problem. So, hoffen wir mal, dass der andere Gast ein bisschen mehr ein offenes Ohr hat. Hallo, Schuxel. Okay, jetzt ist er auch Kaffee trinken, warum auch immer. Schuxel, hallo, bist du da? Ja, jetzt hören wir das. Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, ich wollte bloß, also Fate, du hast vor ein paar Minuten den Karim gefragt, ob er eine Person ist. Und ich wollte, oder ob er, ja, das hast du gefragt. Und ich wollte sagen, dass er keine Person ist, weil er ein ekliger Ausländer ist. Und all die. Hey, so gar nicht, so gar nicht. So gar nicht. Blockiert mal, wer war das überhaupt? Ja. Blockiert den alle mal bitte, die ganzen 400 Leute, geht hin, bevor ihr ihn blockiert, meldet ihn als erstes. Ja, weil Rechtsradikale wollen wir hier überhaupt nicht haben. Ich bin selber ein Ausländer. Richtig. Mensch, ist selber ein Ausländer. Was ist das? Richtig. Was war das? Ey, warte mal, ich blockiere ihn mal schnell. Der also, heißt Schuxel. Der heißt Schuxel. Stummschalten. Gesamtes Live, ja. Und dann nochmal blockieren, weil sowas will ich gar nicht haben. Also was wir definitiv, und davon distanziere ich mich jetzt absolut, ja. Absolut. Das Christentum, sowohl das, was ich gelernt habe aus der Schrift, besagt mir niemals, dass ich einen Menschen in Rasse kategorieren darf. Richtig. Niemals. Richtig. Niemals. Also ein Mensch ist ein Mensch. Ein Mensch ist ein Mensch. So, und wir kategorisieren keine Menschen in irgendwelche Rassen und schon gar nicht gehen wir gegen irgendwelche Menschen, indem dass wir sagen, dass es ein Ausländer ist und dass er scheiße wäre. Das machen wir niemals. Richtig. Niemals. Und davon distanziere ich mich sofort. Sofort ja, von allem. Ich habe ihn jetzt gestummt und ich habe ihn auch blockiert. Also der wird hier niemals wieder reinkommen. Ja, gut, Bruder. Sehr gut. Hallo, Anas. Ich hoffe, du bist der erste Anas. Mit dem will ich mal gerne reden. Nein, der kommt nicht her. Anas, hörst du mich? Alter, ich glaube, der hört uns nicht. Okay, ich nehme ihn wieder runter. So. Okay, der hier lädt auch zu lange. Roman 929, du musst vielleicht noch... Achso, jetzt bist du da, hallo? Hallo? Ey, Dicker, was ist los? Ja, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich höre dich ganz normal, ich höre dich auch ganz gut und ich bin eigentlich ziemlich schnell reingekommen. Also muss es bei denen liegen, nicht bei dir, Bruder. Ja, irgendwas ist, ja, stimmt. Nee, weil vorhin am Anfang ist mein Live die ganze Zeit abgeschickt. Ich habe die ganze Zeit Verstoßmeldung bekommen und dann echt? Hat man auch nicht mehr gehört, ja. Okay. Deswegen, okay. Aber... Ja, also Leute, das, was gerade passiert ist, das geht gar nicht, ne? Das, dass du einfach hochgehst, nur um rassistisch zu sein, das ist krank. Sowas hat nichts mit Christentum zu tun. Richtig, Bruder. Okay, richtig. Und mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Das ist, ja. Absolut nicht. Es tut uns leid an die Person, an den es gerichtet war. Ja, sorry. Und Karim. Genau. Genau. Karim, genau, an Karim. Wir wussten leider nicht, dass er so ist, dass dieser Typ so ist, sonst hätte ich ihn gar nicht angenommen. Ja, das ist halt immer, weißt du, diese Überraschungspackung, wenn du jemanden hochnimmst und du kennst den gar nicht und du weißt nie, was aus dem rauskommt. Und dann kommt manchmal eben solcher geistige Durchfall aus einem raus und davon distanzieren wir uns, Karim. Also definitiv nicht, du bist definitiv ein wertvoller Mensch, ganz egal, was deine Überzeugung ist, du bist ein Mensch. Und allein deswegen bist du schon wertvoll. Richtig. Hallo? 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 Ja, hallo? Wünsche euch Gottes reichen Segen und ich möchte mich
bei unserem Herrn Jesus Christus bedanken. Für dich, mein Bruder Mensa, für meinen Bruder Fatih und für alle. Faith, nicht Fatih, Faith. Entschuldigung, Faith. Und ich möchte euch segnen im Namen unseres Herrn und danke, dass es euch gibt. Ihr geht sehr respektvoll mit unseren Mitmenschen um und ich wollte mich nur bedanken bei unseren Herrn, dass ich solche Brüder habe. Amen. Amen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Alle Ehre dem Herrn Jesus. Amen. Danke. Danke dir. Danke. Gott segne dich. Gott segne dich, mein Bruder. Amen. Gottes Segen auf dir. Hallo Magda. Hallo, hört sie mich? Ja. Ich wollte mich eigentlich auch nur bedanken dafür, weil ich sehe den Livestream heute zum ersten Mal. Und mir fällt auf, sobald man in den christlichen Kontext, also halt reinkommt, was so TikTok betrifft, findet man so viele Sachen und man lernt immer wieder näher und näher dazu. Und ich finde das echt extrem gut, dass ihr das quasi so weiterbringt. Wollte ich nur so gesagt haben. Dankeschön. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn, genau. Richtig. Amen. Alle Ehre dem Herrn. Freut mich, dass du zu uns gefunden hast. Ja, freut mich auch. Und das Ziel ist, dass du dich noch mehr in Jesus Christus verliebst, ja, und ihn noch mehr kennenlernst durch den Stream. Es geht nur um ihn. Voll. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle das Evangelium verbreiten. Richtig. Sehen halt die wenigsten, sagen wir mal so. Bruder Mensa, dein Stream ist voll mit Österreichern, gell? Habe ich jetzt gerade das Gefühl. Also jetzt viele aus Österreich und auch aus Schweiz und so. Ja, cool, Bruder, ich bin ja auch aus der Schweiz, also nimm her, passt das schon. Krass. Ja, also alle sind willkommen. Solange jeder mich verstehen kann, ist jeder willkommen. Ey, letztens waren sogar Leute aus Frankreich hier. Also die haben sogar Französisch. Ich weiß noch, Bruder, ich weiß, das war einer deiner letzten Streams. Richtig, ja, das war mein Wo ich dann gesagt habe, Bruder, jetzt sogar die Franzosen kommen zu dir. Richtig, genau. Ja. Weil ich lebe doch, weißt du, ich lebe da gerade an der Grenze zu Deutschland und Frankreich. Deswegen habe ich sofort gehört, das sind Franzosen, weil die sprechen ja genauso hier. Ja. Ja, Mann, krass. Ja, Schwester Magda, Gott segne dich, ja? Gott segne euch auch. Danke. Gottes Frieden auch mit dir. Mit euch auch. So, ja, jetzt wollen wir schnell das Evangelium proklamieren an alle hier drinnen. Ihr habt mitbekommen, wir haben mit Karim gesprochen. Karim hat gesagt, dass er Moslem ist. Aber jeder, der seit Anfang hier drin ist, hat festgestellt, dass Karim in Wirklichkeit die Werte des Islams komplett ablehnt. Was meine ich damit? Karim hat vorhin abgelehnt, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Ne? Ihr habt alle gehört, er meinte, er glaubt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das hat er vorhin gesagt. Und ich glaube, er kennt sich einfach nur mit seiner Religion nicht aus, keine Ahnung. Aber er hat aber auch gesagt, ja, dass er sich nicht vorstellen kann, dass ein Engel Gottes einen Propheten mit Zwang oder mit Gewalt zu etwas zwingen würde. Ne? Er hat es vorhin klipp und klar gesagt. Er meinte, so etwas würde Gott niemals machen. Aber das Krasse ist, dass Islam genauso begonnen hat. Islam hat begonnen, indem sich ein Engel oder beziehungsweise eine Person, der sich als Engel ausgegeben hat, sich Mohammed gezeigt hat und ihn gezwungen hat, hat ihn gewürgt dreimal, bis er keine Luft mehr bekommen hat, damit er den Koran rezitiert. So hat der Islam angefangen. Und Karim hat vorhin gesagt, so etwas würde niemals von Gott kommen, obwohl er ein Muslim ist. Ja, und warum erzähle ich das? Ich erzähle das, um euch zu zeigen, ja, dass der Islam nichts mit Christentum zu tun hat. Ja, der Gott der Muslime ist nicht derselbe Gott der Bibel. Der Gott der Bibel hat einen Sohn, den er geschickt hat vor 2000 Jahren. Der Sohn ist gekommen auf diese Erde, um für die Menschen zu sterben. Im Johannes 3, Vers 16 heißt es, so hat Gott die Welt geliebt. Wie? Gott hat seine Liebe demonstriert, indem er bereit war, seinen Sohn zu opfern, damit du und ich ewiges Leben haben. Warum? Weil aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Unsere Werke bringen uns nur in die Hölle. Also mit unseren Werken können wir niemals in den Himmel kommen. Okay, im Epheser Kapitel 3, Vers 8, glaube ich, da steht, aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Gott hat uns geliebt und war bereit, seinen Sohn zu opfern, damit wir ewiges Leben haben. Nun, du fragst dich sicher, und diese Frage bekommen wir oft gestellt, warum musste Jesus sterben? Kann Gott nicht einfach so vergeben? Die Antwort ist nein. Warum? Weil Gott ist heilig. Ja, und er ist gerecht. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn Gott einfach so vergeben würde, dann A, wäre er nicht heilig
Und B, dann wäre er nicht gerecht. Und C, dann wäre er ein Lügner. Aber Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist aber auch gnädig. Und all diese Attribute Gottes haben sich in Person Jesus Christus gezeigt. Ja, Jesus hat Gott perfekt offenbart. In Jesus Christus erkennen wir die Liebe Gottes, in Jesus Christus erkennen wir die Gnade Gottes und in Jesus Christus erkennen wir auch die Gerechtigkeit Gottes. Jesus hat sich für dich und mich hingegeben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Das heißt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt eine zweite Chance, eine Neugeburt. Das hat der Bruder Fed vorhin perfekt erklärt. Im Johannes 1, Vers 12, da heißt es, diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Ja, gezeugt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt dir und mir ein neues Herz, wenn du an Jesus Christus glaubst. Ja, die Bibel nennt es ein Herz aus Fleisch. Das Herz aus Stein, was die Muslime bis heute immer noch haben, ja, wird weggenommen, wenn du Jesus annimmst und du bekommst ein Herz aus Fleisch. Und der Heilige Geist wird in dir leben und dir helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist der Unterschied. Ja, weil viele fragen immer, ja, wenn Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann kann ich ja weiter so sündigen, wie ich will. Die Antwort ist nein. Weil wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, gezeugt durch den Heiligen Geist, dann wirst du so leben, wie es Gott gefällt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Ja, und Amen. Amen, Bruder. Die Bibel hat uns gewarnt, im Galater 1, Vers 6, dass wir niemals eine andere Botschaft annehmen sollten. Ja, und selbst wenn es ein Engel ist, wenn jemand uns ein anderes Evangelium erzählt als das, was ich gerade gegeben habe, die Bibel sagt, er sei verflucht. Amen. Und rate mal, welcher Prophet wurde verhext? Welcher Prophet wollte sich selbst umbringen? Welcher Prophet wurde von einem Engel gezwungen, gewürgt, bis er den Koran annimmt? Dreimal dürft ihr raten. Und welcher Prophet hat das Evangelium verdreht? Dreimal dürft ihr raten. Mohammed. Ne? Es ist klar, dass Mohammed niemals von Gott kommt. Deswegen, liebe Muslime, wir sagen das nicht, um euch zu provozieren oder um euch zu beleidigen oder um euch zu provozieren. Sondern wir wollen, dass ihr umkehrt. Wir wollen euch die Liebe Gottes verkündigen. Ja, deswegen kehrt lieber um und glaubt an den Herrn Jesus Christus. Warte mal, ich habe einen Gast. Amen. Bruder, ganz kurz, und zwar hast du vorhin den Vers genannt, dass wir aus Gnade errettet sind und nicht aus Werken, damit sich keiner rühme. Und dann ist jetzt in den Chat reingekommen, ganz oft, wo der Vers genau steht. Und zwar steht der Vers in Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werke, damit niemand sich rühme. Richtig. Genau. Also ich wünsche euch allen einen guten Tag. Ich hätte so ein paar Fragen über das Thema. Was haltet ihr davon, was in Gaza passiert ist? Also das sprengt den Rahmen, ganz ehrlich. Also ich bin kein... Das kannst du nicht mit ein, zwei Sätzen klar machen. Nein, ich meinte im Sinne von, dass 200 Leute einen gleichen Traum gehabt haben von Jesus Christus. So. Die Quelle ist für mich zu schwammig. Ganz ehrlich, ich bin dir ganz ehrlich, ich würde mir wirklich von ganzem Herzen wünschen, dass es so ist, ja, nicht nur 200, sondern auch 2000, 20.000, 20 Millionen. Mhm. Aber die Quelle an sich ist mir ein bisschen arg schwammig, weil von diesen 200 Personen hat noch keiner selbst etwas dazu gesagt, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern es war einfach nur die Rede davon, dass 200 Personen gleichzeitig einen Traum hatten über den Herrn Jesus. Weißt du, ich bin Christ und ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder einzelne Mensch, also von den ganzen 8 Milliarden Menschen, die es auf der Erde gibt, würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn alle 8 Milliarden sich zum Herrn Jesus bekehren. Und das wünschte ich mir auch sehr, Amen. Die Bibel ist da zwar eindeutig, dass es so niemals sein wird, sondern es ist eher so, dass sich nur ein kleiner Teil bekehren wird, ja, und der Rest wird das eben nicht tun. Deswegen, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Nachricht, die da durchgeschwappt ist, dass es wirklich so passiert ist. Aber ich selbst zweifle da ein bisschen dran. Okay. Dann meine zweite Frage. Was haltet ihr davon, weil ich habe es auch noch vor kurzem gesehen, dass ein paar Maria-Statuen, also die Jungfrau Maria, Blut geweint hat. Auch das.
Schau mal, guck mal, ich komme ursprünglich aus Sizilien, ja? Mhm. Und in Sizilien ist der Marienkult, das ist brutal dort. Du hast keine Ahnung, wie sehr die Sizilianer in Sizilien diese Maria verehren. Ja, dieses, sie geben ihr mehr wie nur göttliches Dasein. Ja, teilweise stellen sie ihn sogar weit über Gott. Ja, deswegen, es wird extrem Götzendienst betrieben. So, und bei uns in der Nähe gab es immer eine Statue, die immer zum gleichen Zeitpunkt im Jahr eine Blutträne von sich gegeben hat. Ja? Und irgendwann ist einer hingegangen und hat mit dem Baseballschläger auf dieser Statue rumgeschlagen. Okay. Und dann hat man von drinnen gesehen, dass von drinnen eine mechanische Vorrichtung drinnen war, die aus einem kleinen Beutel praktisch das Blut nach oben gezogen hat und es aus den Augen rausgedrückt hat. Also das wurde gefaked. Ach so, ja, okay, passt. Ja, also das war das, weißt du, das sind alles solche Sachen. Ich glaube da definitiv nicht dran. Hundertprozentig nicht. Weißt du, ich glaube daran, dass die Bibel absolut vollkommen ist. Ja, von 1. Mose bis Offenbarung 22 haben wir eine vollkommene Schrift, der es nichts mehr bedarf, hinzuzufügen. Ganz im Gegenteil, in der Offenbarung 22 steht sogar drin, wer diesem Buch etwas hinzufügt, der wird von den Plagen getroffen werden, die in diesem Buch stehen. Ja, so, deswegen, weißt du, ich geh da nicht mit, dass wir da dadurch eine neue Offenbarung bekommen sollten und so weiter und so fort, weil sonst wird Gott sich seinem Wort widersprechen und das tut er nicht, definitiv nicht. Okay. Das waren halt meine zwei Fragen, weil die haben mich selber ein bisschen so verwirrt. Ja. Aber danke für die Antwort. Gerne, gerne. Ich weiß nicht, was Mensa darüber denkt, aber auch so denkt Ja, oder also da was das heute mit nicht schmeckt. Maria weinen, da stimme ich dir zu auch. Ja. Und bezüglich diese 200 Leute, also wie gesagt, das habe ich mir auch gedacht, so, ich wusste ehrlich auch nicht, woher das überhaupt kommen, diese Quelle. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen in letzter Zeit sehr, sehr viel Berichte darüber, wie Muslime Jesus im Traum sehen und solche Sachen. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, dass der Herr, also ich beziehe mich jetzt nicht spezifisch auf die Geschichte, aber allgemein, dass der Herr dennoch sich Menschen zeigt, ja, einfach weil Christen mittlerweile zu wenig tun. Also wir tun so wenig, dass Gott uns sogar noch unterstützt, indem er sich selber diesen Menschen zeigt, damit sie umkehren. Und es gibt sehr, sehr viele Berichte darüber, wie Menschen, sogar Menschen, die teilweise sogar zu IS damals gehört haben, die dann zu Jesus umgekehrt sind und solche Sachen. Ja, deswegen. Ja, das ist eigentlich ein Weckruf an uns Christen, dass wir mehr tun sollten, weil es ist schon schlimm genug, dass der Herr musste, aber dass er jetzt sogar noch selber noch evangelisieren muss, ist schon schade. Weißt du, wir Christen müssen uns zur Verfügung stellen und uns von ihm nutzen lassen, anstatt dass er selber noch mal sich Menschen zeigen muss und so. Verstehst du, was ich meine? Ja, also definitiv. Ich gebe Ja, dir da vollkommen recht, Bruder, in dem, dass du sagst, dass Gott definitiv die Macht hat dazu, sich zu zeigen und so weiter und so fort. Das sage ich ja nicht, weil wenn ich das tun würde, wer bin ich, Gottes Macht einzuschränken, indem er sagt, nein, er macht es nicht mehr oder nein, er kann es nicht mehr und dies und das und jenes. Ja, so, ich gebe dir da vollkommen recht mit dem, was du sagst. Nur, ich weißt du, ich bin der Quelle nachgegangen. Ja. Und die Quelle, die das gestreut hat, die war ist sehr, sehr unseriös, wirklich absolut unseriös. Die hat ja, ich also weiß gar nicht, praktisch, woher das kam. ja, das war irgend so eine ganz komische Quelle. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, wie die heißt. Auf jeden Fall hat die, ich bin so die letzten, nicht, ich habe nicht nur das geprüft, ja, sondern also nicht nur geschaut, was ist die Quelle, was sind die denn, sondern ich habe einfach mal geschaut, was hat denn diese Quelle generell so von sich gegeben, ja. Und alles, was die von sich gegeben haben, die letzten Jahre, das waren einfach nur eine Lüge. Wirklich einfach nur Lüge und das war ganz einfach aufzudecken. Und deswegen, wie gesagt, ich wünsche es mir von ganzem, ganzem, ganzem tiefen Herzen, dass es nicht nur 200 waren, sondern 2000. Von mir aus auch 20.000, 2 Millionen, 20 Millionen. Weißt du was? Ich freue mich darüber megamäßig. Nur eben aufgrund, woher dieses Ding kommt, von dieser Quelle aus, das lässt mich eben daran zweifeln. Aber ich würde es mir von ganzem, ganzem, ganzem tiefen Herzen wünschen, dass es wirklich so war.
Und das ist das Krasse, ja. Ihr merkt sogar, dass obwohl diese Geschichte, sage ich mal, positiv Christentum gegenüber ist, sind wir Christen dennoch sehr, sehr vorsichtig mit unseren Quellen. Ne? Und genau das fehlt mir bei Muslimen zum Beispiel. Bei Muslimen ist es so, egal, Hauptsache, solange etwas für den Islam stimmt, ja, die prüfen nicht mal nach. Ne? Sondern die sagen, guck, der hat das und das berichtet, also stimmt das. Ja, wobei die machen ja sogar Fake-Bekehrungen, wie du selber schon aufgedeckt richtig, hast. Richtig, die machen sogar gefälschte Bekehrungen und posten das und alles rum und dran. Genau, also, einfach nur um den Islam weiter voranzubringen. Weißt du, ich meine, guck mal, wir Christen machen gerade das Gegenteil. Ja. Da kommt eine Nachricht raus, dass 200 Menschen zu Christus gekommen sind. Wir gehen hin, wir prüfen diese Quelle und dies und sagen, wir würden es uns von Herzen wünschen, aber wir zweifeln etwas daran. Und sie gehen hin, nehmen Muslime, fälschen ihren Account, beziehungsweise machen einen anderen Account daraus, sodass man denkt, er wäre christlich. Der kommt dann in den Live, spricht die Shahada aus vor 200 Leuten und präsentieren dann eine Fake-Bekehrung. Das ist einfach der Unterschied so zwischen uns und zwischen denen. Warte mal, jemand hat bei mir geklingelt, ihr könnt weitermachen, ohne mich. Ich bin gleich wieder da. Alles gut. Okay. Hast du sonst noch eine Frage, Domi? Das waren, naja, ich habe halt sonst noch so ein paar. Hast du gerade einen Anruf bekommen? Ja. Ja, dann musst du runter und musst nochmal rein, weil ich habe eine extreme Rückkopplung. Ja. Okay, warte, ich komm gleich, ich geh kurz raus und ich komm wieder rein. Ja, genau, musst raus und dann kommst du wieder rein. So, jetzt. So, ich bin wieder da. Ja. Er hat einen Anruf bekommen, deswegen hat er, weißt du, eine krasse Rückkopplung gehabt, wo man sich immer doppelt gehört hat. Ach so, okay. War er jetzt wieder da. Ja, auf jeden Fall, also bevor er wieder kommt, das ist halt der Unterschied zwischen uns Christen. Ja? Bei Muslimen ist es halt so, solange eine Lüge dazu führt, dass irgendwie Allah oder dass Menschen zum Islam kommen, ne, dann lügen sie einfach, die täuschen einfach. Ne? Die haben kein Problem damit. Wobei bei uns Christen ist es so, dass unser Gott, ja, Jesus sagt ja über sich, er ist die Wahrheit, ja, und wir können Jesus nicht mit einer Lüge ehren. Es bringt uns nichts, Menschen anzulügen, damit sie zum Christentum kommen. Oder Menschen zu täuschen, damit sie zum Christentum kommen. Weil so wird Jesus nicht geehrt. Es geht uns darum, dass unser Gott geehrt wird, und unser Gott wird nicht mit einer Lüge geehrt, sondern mit der Wahrheit. Und deswegen sind wir Christen sehr, sehr vorsichtig, auch mit unseren eigenen Quellen. Oder mit Dingen, die wir sagen, weißt du? Und die Bibel fordert uns auf, immer wieder Dinge zu prüfen, ob es wahr ist oder ob es nicht wahr ist. Die Bibel fordert uns sogar auf, die Bibel selbst zu prüfen. Prüft alles. Ja, und deswegen, das ist der Unterschied zwischen Christentum und Islam. Ja. Domi, ich habe eine Frage an dich. Bist du eigentlich bekehrter Christ oder bist du irgendwie noch auf der Suche oder so irgendwie? Ich bin gerade, also früher als kleines Kind, wenn ich ein Christ gewesen, katholisch. Ja. Okay. Und jetzt gerade, ich habe mir vor ein, zwei Monaten eine Bibel gekauft. Schön. Lese immer langsam weiter. Ich bin gerade so bei der Geschichte von Abraham. Okay. Und ich versuche halt immer mehr und mehr an den Glauben zu glauben. Okay. Gerade mal einfach eine kurze Verständnisfrage. Und ja? Zwar, du sagst, dass du christlich aufgewachsen bist, ja? Ja, schon. Also in einem katholischen, sagen wir so, in einem katholischen Haushalt, so wie ich auch. Ja, ich bin auch in einem katholischen Haushalt aufgewachsen, in dem wir einmal im Jahr in der Kirche waren. So, wenn die Verständnisfrage ist, einfach für mich, an dich wäre jetzt, weißt du, was der Herr Jesus für dich getan hat? Er ist für meine Sünden gestorben und für meine zukünftigen Sünden auch. Okay, okay. Das heißt, du glaubst auch daran, dass er das getan hat? Ja, daran glaube ich sowieso fest dran. Okay, alles klar, gut. Aber meine Frage ist, weil ich habe auch sehr viele muslimische Freunde und ich versuche den halt den Christentum zu erklären. Ich bin halt unwissend, aber ich versuche es halt. Das ist das Ding. Und dann gibt es ja immer so diese Fragen. Beispielsweise ein Kollege von mir fragt mich so, ich habe eine Frage. Es gibt einen Thron ganz oben im Paradies, da wo euer Gott sitzt. Mhm. Und ich sag ja. Und er fragt mich dann, wo sitzt Jesus? Und die Frage kann ich dann wiederum auch nicht so beantworten. Offenbarung 1, Vers 8. Dann weißt du, wo Jesus sitzt. Wie eine Offenbarung? Offenbarung 1, Vers 8, dann weißt du, wo Jesus sitzt. Okay. Er sitzt auf dem Thron drauf. Ja, weil das Ding ist, ich meine,
ich verstehe das eh schon, auch wenn ich es nicht so ganz verstehe, man versteht es zum Teil, aber dann gibt es ja wieder so die Sturkopf von ein paar Muslimen, die dann sagen, ja, aber dann so, das geht aber nicht dann so. Ist normal, weißt du, das Ding ist immer, du musst immer vorsichtig sein, generell, gerade du jetzt selber von dir sagst, hey, ich bin noch komplett unwissend, was das ganze Thema angeht. Ich kenne zwar die Grundzüge, aber bin da unwissend, was das Grobe angeht und so weiter. Da gebe ich dir wirklich eine Empfehlung. Auch wenn es dein allerbester Freund ist, mit dem du zusammen im gleichen Raum geboren worden bist, mit ihm aufgewachsen bist, ja, wenn er dir etwas sagt, nimm die Bibel und prüf nach, was er gesagt hat. Und das gilt für jeden Menschen, ja, das gilt auch das, was ich dir sage. Was ich dir sage, was der Bruder Mensa dir sagt, prüf das nach. Vor allen Dingen, gerade wenn ein Moslem dir etwas sagt über die Bibel, dann würde ich dir wirklich den Anrat geben, definitiv sofort nachzuschlagen, um zu schauen, was steht da wirklich drin. Weil, weißt du, ich habe meine Erfahrung, ich bin Missionar auf der Straße und bin in ganz vielen verschiedenen Städten unterwegs, ja. Missionar ist doch so etwas, wo man dann mit einer Box laut redet und über den Christentum redet. Nicht unbedingt. Ich bin eher selten. Es gibt auch mal das, von mir gibt es auch YouTube-Videos auf YouTube, wo ich zum Beispiel in Basel bin und das Evangelium predige ganz laut, ohne Mikrofon, weil der Herr hat mich mit einer extrem kräftigen Stimme ausgestattet. Also deswegen, ich bin da auf der Straße eher zum Evangelisieren, ja. Das heißt, ich stehe oft ganz oft da und verteile nur Traktate, komme dann so in Gespräche. Also das heißt nicht, dass ich immer ganz laut auf der Straße bin und predige. Was ich dir aber sagen wollte, ist, was ich dort in dieser Zeit gelernt habe, ist, dass vor allen Dingen Muslimen kommen und dir Bibelverse nennen und ganz speziell entweder etwas hinzufügen oder etwas weglassen oder gar nur einen kleinen Teil davon lesen. Und, ja, und deswegen musst du immer sofort die Schrift nehmen und sagen, was hast du gerade gesagt? Und Gott ist kein, zum Beispiel, sie nehmen immer dieses, diesen Vers aus der Tora und sagen, guck mal, da steht, Gott ist kein Mensch. So, das ist richtig, dass es da steht, aber es steht da, Gott ist kein Mensch, Komma, dass er lüge. Das bedeutet nicht, dass Gott kein Mensch werden kann, sondern es bedeutet, dass Gott diese Natur in sich hat, dass er nicht lügen kann. Er kann einfach nicht lügen. Du als Mensch, ich als Mensch, Mensa als Mensch, wir sind in der Lage zu lügen. Aber er ist so heilig, dass er nicht in der Lage ist zu lügen. Da wollte ich auch was sagen. So, ja. Wir Menschen sind ja nicht perfekt. Wir haben auch von dem Apfel gegessen und wir sündigen auch, aber dafür beten wir, damit unsere Sünden ja erlöst werden auch noch. Mhm. So, das finde ich auch wiederum sehr heftig. Schau mal, es steht nirgends geschrieben, dass es ein Apfel ist, ja, sondern es steht immer nur, dass es eine Frucht war. Ja, was für eine Frucht war, können wir nicht identifizieren. Ich für mich persönlich sage zum Beispiel, es war eine Feige, die sie gegessen haben. Warum? Weil sie sich mit Feigenblätter bedeckt haben. Ja? Deswegen gehe ich für mich aus, dass es eine Feige war. Aber diese Auslegung müsst ihr definitiv nicht annehmen, sondern was ihr annehmen müsst, ist, dass es eine Frucht war. Was für eine Frucht war, wissen wir nicht. Ja? So. Das ist das Erste, was ich sage. Und das Zweite ist, was hast du gesagt wegen der Sünde? Was ich so krass finde, ist, wir Menschen sind ja nicht perfekt, wir können wir sündigen, ja, aber deswegen beten wir auch zum Herrn nach oben, damit unsere Sünden wieder erlöst werden. Also pass auf, es ist so, dass wenn du dich bekehrst, ja? Ja. Bist du kein Sünder mehr, ja, sondern du bist heilig in den Augen Gottes. Begehst du noch Sünden? 100%. Aber du bist von der Natur aus kein Sünder mehr. Das heißt, wenn du Christus angenommen hast, ja, als deinen Heiland und Retter, und du stirbst eines Tages und du trittst vor Gott, dann sieht Gott nicht den Menschen Dominik, sondern er sieht Christus in dir. Und sobald er Christus in dir sieht, weißt du, dass du safe bist. Okay, jetzt verstehst du? Das jetzt ein bisschen mehr. Das heißt, du selber hast nicht mehr die Natur des Sünders, aber du sündigst definitiv trotzdem noch. Ja, so wie ich auch. Ich sündige auch.
Ich habe auch meine Sünden. Mensa hat auch seine Sünden. Jeder hat seine Sünden. Aber die Natur des Sünders hast du nicht mehr. Ey. Ach, fühlt sich aber gut an, weil ich sag dir ehrlich, so gerade im Moment, ich gehe meinen Weg alleine und niemand ist so da, der so auch zum Beispiel Christ ist oder so. Ja, ja. Ich gehe meinen Weg alleine und es hat sich jetzt gut angefühlt, so darüber zu reden, so ein Christentum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wie gesagt, du darfst mir, folg mal dem Bruder Mensa, beziehungsweise darfst auch mir gerne folgen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, scheu dich nicht davor hochzukommen, scheu dich nicht den Bruder Mensa zu fragen. Er ist auch bemüht, eine Frage 50 Mal zu beantworten. Deswegen, weißt du, deswegen schäm dich nicht dafür. Ja, ganz egal, was für eine Frage du oder was für eine Frage du hast. Es geht hier immer um nichts weniger als deine Ewigkeit. Ja, du hast zwei Möglichkeiten, ewig zu leben. Die eine besagt, dass du glaubst, was Jesus für dich getan hat. Ja. Mhm. Wenn du das glaubst von ganzem tiefen Herzen, dann wirst du ewiges Leben erhalten und ewig leben im Himmelreich, in der Anwesenheit Gottes, in seiner vollen Heiligkeit. Ja? Der andere Weg hingegen, das ist auch ewiges Leben. Aber du wirst ewig getrennt bleiben von Gott. Ja? Das ist die ewige Strafe, die du erhalten wirst. So, das heißt, du wirst auch dort wirst du ewig leben. Und ich weiß, dass viele Christen da draußen sind, die ein leicht falsches Verständnis über die Hölle haben. Und zwar denken sie, dass Satan, also so diese berühmte Figur, weißt du, mit den Hörnern, mit dem Dreizack und mit dem Schwanz, vor der Hölle steht und dann die Türe der Hölle öffnet. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Weil wir lesen in Offenbarung 20, Vers 10, lesen wir, dass der Satan in das ewige Höllenfeuer, in den Feuersee geschmissen wird. Und sein Rauch geht auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er wird Pein erleiden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Satan steht nicht vor der Hölle und lässt da irgendwelche Menschen rein, sondern er ist im Feuersee, also in der Hölle selbst drinne und hat selbst diese ganze Pein. Ja? So, das heißt, wie gesagt, der Mensch, beziehungsweise Gott hat den Menschen ausgestattet mit etwas, was kein anderes Lebewesen auf dieser Erde hat. Und das ist der freie Wille. Dein freier Wille entscheidet sich dazu, in die Hölle zu gehen. Nicht Gott entscheidet für dich, sondern du entscheidest, gehe ich den Weg mit Gott oder gehe ich ihn ohne Gott. Gott sagt, du kannst den Weg ohne mich gehen. Aber du wirst definitiv, wirst du deine Konsequenz austragen müssen. So wie du gehst den Weg mit mir, auch da gibt es eine Konsequenz. Das heißt, für deine Entscheidungen, die du triffst, dafür musst du Konsequenz tragen. Ob die jetzt richtig so oder so ist, das ist ganz dir überlassen. Du hast das, du hast die Verpflichtung zu prüfen, was du glaubst und was du nicht glaubst. Das ist ganz allein deine Entscheidung, weil wenn du eines Tages vor Gott stehst, dann kannst du dich nicht darauf berufen zu sagen, hey, Faith hat das gesagt, Mensa hat das gesagt, XY hat das gesagt. Dann sagt Gott, es interessiert mich nicht. Du hattest die Schrift, konntest lesen. Du musst für dich selbst entscheiden. Es ist dein Verstand, dein freier Wille, der entscheidet, was du tust und sonst nichts. Du kannst für niemanden gerade stehen und niemand wird für dich gerade stehen. Sehr schön. Lass mal kurz die anderen Gäste. Ja, genau, erzähl mal. Hi, grüßt euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Grüß dich. Echt sehr gut geredet, muss ich wirklich sagen, sehr gut geredet. Ich kann einfach da nur wirklich mitgehen. Alle Ehre dem Herrn. Ja, Amen. Aber bei einer Sache bin ich nicht ganz einverstanden. Okay. Und zwar bezüglich die Frucht, was da wirklich passiert ist. Ja. Und ich gehe auch mit, dass du sagst, es steht nirgendwo geschrieben Apfel, aber viele sagen immer Apfel, es wird immer Apfel gebildet, wenn es um Bilder geht diesbezüglich. Das hat einen Grund, warum. Aber du sagtest, wenn es wäre eher, also es wäre eher, du sagst auch gerade selbst, du denkst, wenn es überhaupt eine Möglichkeit wäre, dann wäre das ein Feigenbaum. Aber auch da sage ich, nein, was sagt die Bibel genau wirklich? Also in Sprüche 18, 21, da wird was ganz Wichtiges gesagt, und zwar dieses Frucht des Mundes. Okay. Sagt euch das was? Moment, was hast du gesagt? Sprüche 18? Sprüche 18? Nee, sorry, Sprüche 18, 21, ja. Okay, warte, Moment, ich
habe gerade schon die Bibel vor mir. Ich lese gerade mal schnell, was da steht. Also Sprüche 18 ab 20 kannst du eigentlich lesen. Okay. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Am Ertrag seiner Lippen isst er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Mhm. Okay. Da gibt es noch viele weitere Verse, die das nochmal bezeugen sollten. Ja. Ja. Dieses, was da wirklich gegessen worden sind. Dieses Frucht des Mundes bedeutet, die haben Worte angenommen, die sie innerlich jetzt nun verdorben hat. Also sprich, diese Worte, die man zu ihnen gesprochen hatte, haben sie geglaubt. Das ist so, ich mache ein simples Beispiel. Ein Gott spricht mit dir, ja, sagt dir, du darfst die Worte nicht glauben. Also sprich, du darfst diese Worte nicht essen, du darfst diese Frucht nicht essen. Aha, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst. So, und du sagst, ja, okay, natürlich werde ich es nicht machen. Ja, und jetzt kommt ein anderer um die Ecke und sagt, boah, glaubst du das wirklich nicht, dass du die Worte, also das, was ich dir sage, dass es stimmt? Und du sagst, okay, das macht Sinn, das, was er sagt. Und somit hast du für deine Seele, weil es hieß ja, Adam und Eva, also die hatten ja eine lebendige Seele, also sprich, der Adam hatte eine lebendige Seele. Ja. Nun aber durch die Worte hat er durch seine Ohren, so gesehen, die Worte gegessen und angenommen. Und somit ist seine Seele, die eigentlich lebendig war, nun tot. Deswegen muss er jetzt sterben. Ja. Und das wollte ich halt nur mal hinzufügen. Also, es klingt nicht was auf die Wagen, oder? Ja, klar, Bruder. Klar, gerne. Also ich verstehe deinen Punkt, was du sagst, aber ich wäre auch da sehr, sehr vorsichtig, weil erstens, das bezieht sich ja nicht auf Adam und Eva, ne, diese Stelle, Sprüche 18, ne, weil im Genesis wird uns ja explizit erzählt, dass es einen Baum gab, den sie nicht anfassen dürften. Ne? Das heißt, es war nichts Symbolisches oder so, sondern es war wirklich ein echter Baum, eine echte Frucht. Ja, Sprüche 18, die Stelle, die du zitiert hast, ich glaube aus Vers 21 oder Vers 20 bis 21, da geht es darum, nicht um etwas, was der Mensch in sich hineinnimmt, sondern es geht darum, was der Mensch von sich gibt. Verstehst du? Die Frucht ist ja etwas, was extern herausgeht. Ne? Und deswegen sagt er ja, dass Tod und Leben sind in Gewalt der Zunge. Das heißt, das, was ein Mensch spricht, ne, die Frucht ist das Ergebnis, was kommt. Mhm. Verstehst du? Also er will nicht damit sagen, dass der Mensch etwas in sich hineinnimmt und dann irgendwas, also weißt du, was ich meine? Sondern dass das, was der Mensch sagt, etwas produziert, die Frucht des Mundes. Das ist etwas Externes, was durch seine Worte herauskommt. Ja. Also das ist das, was ich darunter verstehe. Verstehst du? Das verstehe ich. Deswegen, da hätte ich da nochmal eine Gegenfrage. Und zwar, was bedeutet denn Baum in der Bibel? Baum in der Bibel kommt darauf an, in welchem Kontext. Also mal geht es um echte Bäume, mal geht es um Baum des Lebens, Offenbarung, mal geht es um Jesus, deswegen. Okay, verstehe. Dann nochmal eine Frage. Und zwar wird ja am Anfang auch gesagt, also sprich, Gott geht ja zu Adam und sagt, er soll das Wasser in den Meeren gießen, also sprich vermehren. Was macht das für einen Sinn, Wasser zu nehmen, zum Meer zu gehen und das Wasser reingießen? Er soll Wasser in Meer gießen? Genau, er soll also das Wasser nehmen und in die Meere, also so gesehen, fließen lassen. Also ich weiß jetzt nicht den Wortlaut, aber das anders gesagt, also jetzt in den Wasser reintun. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss mal den Kontext lesen. Wo steht das? Das muss ja irgendwo im Genesis stehen. Warte mal, ich muss jetzt gerade scharf überlegen. Und zwar als ich am ersten Tag... wenn ich die Stelle gleich finde, einen Moment, ich muss mal kurz raus. Also nur stumm, kurz, einen Moment. Alles gut. Fate, ich glaube, du wolltest was sagen, falls ja, dann kannst du ja gerne sagen. Domi, kann ich dich wieder unternehmen, ja, wa? Ja, kannst du mich unternehmen. Ja, meine hast du noch Fragen oder ist geklärt? Nochmal? Hast du noch Fragen oder hat Fate alles beantwortet schon? Meine Fragen wurden beantwortet. Ah, okay, alles gut. Dann okay, wünsche ich alle noch einen schönen Tag. Ja, Gottes Segen. Bis dann, Gottes Frieden dir. Bye. Ja, Mensch, ich habe mich nur gerade gestummt, weil, wie du weißt, ich wohne ja direkt neben einer Kirche und die hat gerade eben wieder Alarm geschlagen. Stimmt, ja. Okay. Sonst verstehe ich gar nichts mehr. 12 Uhr, ja. Ja, genau. Ja, was ich einfach sagen wollte, warum sehr viele sagen oder warum es bildlich dargestellt wird, dass es ein Apfel ist, ist Folgendes. Und zwar...
kommt es daher, dass das Wort Malum, ja, was auf Hebräisch böse heißt, ja, bei einer Beschreibung mit nicht mit einem L, sondern mit einem Doppel-L geschrieben wurde. Und da heißt es dann im Hebräischen Malum und das heißt Apfel. Und deswegen ist der Gedanke gekommen, dass Malum böse, Malum Apfel, eben wegen dem einen L, was da zugeschrieben wurde, deswegen sind die da auf den Gedanken gekommen, dass es ein Apfel war. Ach so. Oh. Ja, das ist das Einzige. Es hat aber nichts damit zu tun, dass die Bibel verfälscht wurde, sondern das war, glaube ich, ein rabbinischer Kommentar, der damals geschrieben wurde. Und da hat eben ein Rabbiner, hat er eben beim Abschreiben des Wortes, hat er eben diesen einen Fehler gemacht und hat das L doppelt als ein Doppel-L geschrieben und deswegen ist dann der Apfel dabei rausgekommen. Okay. Mr. Nation. Ja, ich hab's jetzt. Also 1. Mose 1, 22. Ach, ja, Moment, 1. Mose 1, 22. Also ich finde es cool, mit euch zu reden. Das ist sehr angenehm. Es geht ja nicht immer so zu. Und Gott segne sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Mhm. Ja. Also würde das für euch so Sinn machen, das Wasser in den Meeren zu füllen? Nee, es geht nicht darum, dass er sagt, die sollen Wasser in Meer reinmachen, sondern er spricht zu den Fischen, zu den Meereslebewesen. Die sollen sich in den Meeren füllen, also die sollen sich vermehren in den Meeren. Ganz genau. Versteht ihr? Komm, lies mal ab Vers 21, bitte. Einen Moment, ich muss mal wieder, warte mal kurz, ich muss es anders machen. Beziehungsweise, du siehst ja in Vers 20, siehst du ja schon, dass er sagt, und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen. Richtig. Verstehe, also ich lese nochmal. Ja. Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimme lebende. Oh, sorry, ich bringe nochmal zu 21. Und Gott schuf die große See. Hä? Warte mal kurz. Ja, doch, lies mal. Ist gut. Oh, einen Moment, warte. Ab 22. 22. Ah, okay, jetzt habe ich es wieder. Alles so digital. So, und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Ja, du sollst den Vers vorne dran lesen, Michael. Den Vers davor. Und Gott schuf die große Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Genau. Das heißt, Gott hat zwei verschiedene Lebewesen angesprochen. Einmal die Meereslebewesen und einmal die Vögel im Himmel. Genau. Und dann hat zu den Meereslebewesen hat er gesagt, füllt euch in den Wassern und zu den Vögeln hat er gesagt, auf der Erde und so weiter und so fort. Deswegen, also das war nicht das Wasser, was in Wasser reingefüllt werden soll oder so, sondern es ging um die Menschen, um die Lebewesen. Mhm. Aber ich verstehe trotzdem, was du sagen willst, ja. Klar, in der Bibel ist vieles symbolisch, das stimmt, aber das ist immer von Kontext abhängig, verstehst du? Also, aber ist es nicht so, also ist es nicht so, dass die Bibel in sehr viele Gleichnisse geschrieben worden sind, genauso wie eigentlich also in der Entstehungsgeschichte alleine schon, wenn wir sagen, zum Beispiel, viele streiten sich auch zum Beispiel darüber, ob Adam und Eva wirklich die ersten Menschen waren oder nicht. In der Offenbarungszeit, also sagen wir mal jetzt mal, ich springe jetzt, weil ich weiß, das könnte jetzt auch eine Diskussion starten, ich springe jetzt mal zur Offenbarung, ja. Wir lesen da ja sehr, sehr vieles und das sind sehr viele Gleichnisse. Keiner kann wirklich genau sagen, okay, was ist was, weil ich meine, wir wissen alle, dass Jesus unser Erretter ist. Da sind wir uns alle, glaube ich, einer Meinung. Okay. Wenn wir aber in Offenbarung 12 zum Beispiel lesen, wird da ein Kind geboren von einer Frau. Ja. Und dieses Kind aber soll die Erde retten. Es macht doch gar keinen Sinn, wenn wir sagen, Jesus ist der Erretter von uns. Aber dieses Kind soll jetzt aber die ganze Nation hüten und etc. und schützen und. Also hast du gesehen, die Macht bekommen. Ja, aber das ist ja geistlich gesehen. So, Adam und Eva sind ja nicht geistlich gesehen, sondern das ist ja echt passiert. Ja, natürlich. Aber ich will gerade nur sagen,
Was ich nun damit sagen möchte, ist, es sind ja Gleichnisse. Wenn wir zum Beispiel, ich springe jetzt wieder zurück zu Adam und Eva, ja? Also jetzt eine Frage wieder. Seid ihr der Meinung, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren? Safe, 100%ig. Adam war der erste Mensch, sagen wir so, Adam ist der erste Mensch, der keinen fleischlichen Vater hatte. Genauso wie Eva. Aber Eva entstand durch einen Menschen, also aus einem Menschen. Adam ist der Mensch, der keinen Zeuge hatte. Er wurde von Gott geschaffen. Okay. Also er ist der Erste, definitiv. Weil okay, aber was ist dann? Wir lesen nichts anderes in der Schrift. Wir lesen die gleiche Bibel, das ist auch gut. Ja, eben. Welche Übersetzung liest du eigentlich, wenn ich fragen darf? Nein, ich lese meistens Elberfelder oder Schlachter. Ah, okay. Ja, okay. Ich lese selber in der Elberfelder, deswegen. Okay, ja, ich habe Elberfelder oder Schlachter, eins von beiden. Ich habe schon gemerkt, als du gelesen hast, das war so die gleichen Wortwahlen. Das war ja. Okay, dann aber, wenn wir, also ich sag auch, Adam war der erste Mensch. Und damit wir uns da einig sind. Aber in einer Sache war er der erste Mensch. Er war der erste, der gottähnlich war. Damit ist nicht physisch gemeint, sondern das Innerliche. Aber wir machen mal kurz hier einen Punkt. Und wir gehen mal weiter, indem Kain mit Gott gesprochen hat oder Gott mit Kain gesprochen hatte. Ja. Kain hat ja seinen Bruder umgebracht. Ja, richtig. Nun hat er, also hat Gott angefangen, mit ihm zu sprechen und fragen, wo dein Bruder ist, etc. Und richtig. Wir machen mal ein paar Steps weiter. Und dann passiert nämlich was sehr, sehr Gravierendes. Und zwar, Gott sagt, okay, dadurch, dass du das gemacht hast, soll das und das und das passieren. Und sagt dazu noch, er soll weggehen. Und Kain spricht jetzt nun, zu groß ist deine Strafe. Jeder, der mich finden wird, wird mich erschlagen. Ja, wer sind denn die Jeder? Wenn es in dieser Zeit mathematisch, wenn wir wirklich nur nach dem Physischen gehen sollten, waren nur noch drei Personen, nachdem der Bruder gestorben ist. Das ist nicht ganz richtig, was du sagst. Und zwar liest du im Moment, ich muss den Vers raussuchen, da steht nämlich drin, dass Adam und Eva weitere Söhne und weitere Töchter hatten. So, richtig. Das heißt für den Sündenfall, Sündenfall an sich, waren Adam, Eva, Kain und Abel, für die Geschichte des Sündenfalls, waren die vier wichtig zu erwähnen. Die anderen waren für den Tatbestand des Sündenfalls nicht wichtig zu erwähnen. Aber sie werden erwähnt, dass es sie gibt. Und dementsprechend wirst du sehen, dass Kain, auch seine Frau, die er später heiratete, woher kommen die? So, das sind eins von den Kindern von Adam und Eva gewesen. Das heißt, er wird wahrscheinlich eine Schwester geheiratet haben. Verstehe. Aber ist es denn nicht so, dass die Kinder später kamen? Ich stehe doch geschrieben, guck mal, ich stehe auch selber geschrieben, dass dann der Kain rausgeworfen ist, also dann seinen Weg gemacht. Und später steht auch geschrieben, und er nahm seine Frau, also er fand eine Frau. Ja, davon ausgehend, dass auch hier Inzest stattgefunden hat, also sprich, das ist ja kein Inzest. Das ist ja kein Inzest, weil du musst eins bedenken. Die Natur, also die Natur, die du jetzt hast, die gleicht nicht der Natur der Menschen bei der Entstehung der Erde. So, das heißt, diese waren von Angesicht her rein. So, das heißt, es war möglich, dass Bruder und Schwester heiraten konnten und Kinder zeugen konnten. Ohne irgendwelche DNA-Schäden, ohne dass, ich sag jetzt mal ganz krass, dass eine Missgeburt entsteht. Ja? So. Heutzutage geht es nicht mehr, deswegen hat das Gott auch verboten. Warum? Weil Gott ganz genau weiß, was los ist. Ja? So, das heißt, je weiter wir vom Sündenfall weg sind, desto mehr siehst du, dass nicht mehr innerhalb der Familie geheiratet wurde. Okay, aber dann müsste Gott sich ja oder Jesus sich wiederholen, widersprechen, weil es steht ja auch geschrieben, in Hebräer 13, 8, dass Gottes Wort sich nicht ändert. Warum sollte er jetzt das Ganze switchen? Was heißt, warum, was meinst du genau? Wenn er heute sagt, heute ist okay, morgen ist nicht okay, dann hat er seine Meinung geändert. Gott ist kein Mensch, er ändert ja nicht seine Meinung, sondern er weiß ja, was da passiert. So, das heißt, um die Erde zu füllen, bedarf es darin, dass Adam und Eva sich definitiv
ja, schnell mehren mussten. Ja, sie mussten ja, sie können ja die Erde nicht füllen mit zwei Männern. Das geht ja gar nicht. Wieder. Ja, ja. Das heißt, wenn das die einzigen Kinder gewesen wären, wie wollen sie das machen? Das geht ja nicht. Zwei Männer können kein Kind miteinander bekommen. Ja? Deswegen ist ja die Homosexualität nicht das, was Gott für den Menschen geplant hat. Ja? So. Deswegen entstanden noch andere Kinder. So. Und Gott wusste ja ganz genau, wenn ich jetzt diese anderen Kinder, weil ich habe nur Adam so erschaffen, aus Erde. Ja? So. Das heißt, die Kinder mussten untereinander, mussten die weitere Kinder zeugen und diese mussten wieder weitere Kinder zeugen und diese mussten wieder weitere Kinder zeugen. Ja? Und das ging ja dann so weit, bis Gott dann die Erde gerichtet hat, aufgrund ihrer Art, wie sie gelebt haben, und dann kam ja die Sintflut. Ja? So. Dort wurden alle Menschen hinweggerafft, bis auf 8 Stück nicht. Ja? Noah, seine Frau, seine Söhne und jeweils die Frauen der Söhne. Ja? So, auch da musst du wieder davon ausgehen, dass dort untereinander geheiratet wurde. Verstehst du, was ich meine? Weil Gott hat da definitiv keine Menschen mehr erschaffen. Selbst wenn du recht gehabt hättest, also wenn du recht haben würdest, dass Gott außerhalb von Adam und Eva Menschen erschaffen hat, spätestens bei der Sintflut wäre zu Ende. So, das heißt, nach der Sintflut lesen wir, dass Noah beziehungsweise die Kinder Noahs sich so weit vermehrt haben, dass eben die Erde wieder neu gefüllt werden müsste. Okay. Verstehst du? Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Ich gehe auch mit. Ich kann dich auch nachvollziehen, wie du da okay. Die Worte aufgenommen hast oder sagen wir mal ja. gelesen hast. Wenn wir ich bin noch 10, also in 10 Minuten muss ich leider raus. Deswegen nehme ich jetzt die nächsten Gäste hoch und dann wir können einfach weiter alles zusammen reden, ja? Okay, Hi. Alles gut, alles gut. Warte. Hessen. So, hallo, HSN. Hi. Hallo, Daniel. Hallo, Hassan. Oh Mann, Leute. Hi, servus. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich, ja, wir hören dich. Ja. Ich finde es sehr, sehr spannend, also muss ich ehrlich sagen, euch zuzuhören. Ich habe auch eure Punkte so ein bisschen mitbekommen und ich habe mir auch ein bisschen die Stelle gelesen, die der Mr. The Nation auch, also seine Punkte. Ich muss auch oft darüber nachdenken. Es macht schon Sinn, was er sagt, weil wenn wir mal uns mal 1. Mose 4 nochmal betrachten, die Verse 6, also 14, da ist ja diese Unterhaltung zwischen Gott und Kain gewesen. Und Gott hat ja Kain weggeschickt und er sagt zu dem, ja, Kain hatte wirklich Angst gehabt, weil er sagt, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Ich sehe das nämlich so, dass es damals laut der Bibel halt 4 Menschen gegeben haben. Adam, Eva, Kain und Abel. So, das ja. waren 4 Menschen gewesen. So. Dann gab es diese Situation, dass die beiden Gott Opfer dargebracht haben und Gott Abels Opfer angenommen hat, aber Kains Opfer nicht. So. Natürlich wurde er eifersüchtig auf seinen Bruder, was wir nicht sein sollten. Und da ist dann dieses Böse in seinem Herzen gekommen, dass er dann im Endeffekt das dazu getrieben hat, dass er seinen Bruder getötet hat. So, natürlich, er hat das Ganze gesehen, Gott hat das Ganze gesehen und ihm hat es gar nicht gefallen. Und dann gab es ja diese Diskussion zwischen Kain und Gott. Und dann, Gott hat natürlich ihn verbannt. So, er sagt dann ja, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Weil lauter, wenn wir von der Bibel ausgehen, ja, physisch gab es damals nur 4 Menschen. Wenn Abel gestorben ist, dann sind es nur 3 Menschen, so, 3 Menschen. Wenn aber Kain von seinen Eltern weggehen soll, ja, ja, und eigentlich egal wo er hingehen sollte auf der Erde, erstens durfte er keinen Menschen finden und zweitens durfte er auch keine Angst haben. Warum? Weil es keinen anderen Menschen gibt. Aber jetzt ist dann die Frage, warum fürchtet er sich trotzdem, dass der sagt, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Das heißt im Endeffekt, jeder, der ihn finden könnte, könnte ihn töten. Für mich ist eindeutig, es gäbe es noch Menschen da gewesen. Also es ja, ist auch richtig. Menschen da gewesen sein, physisch. Eben, ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig so. Das heißt, das ist ja das, was ich gerade vorher erklärt habe, dass
für den Tatbestand des Sündenfalls, ja, damit dieser Tatbestand des Sündenfalls beschrieben werden kann, sind eben genau diese vier Personen wichtig. Adam als Vater, Eva als Mutter, Kain als Sohn und Abel als Sohn. Ja? Dass dann noch, dass Adam und Eva in der Zwischenzeit weitere Kinder gezeugt haben, das bestreitet keiner. Ja? Ganz im Gegenteil, das muss so gewesen sein. So. Aber für Moment. Es geht ja nicht um die Kinder von Adam und Eva, weil diese Kinder von Adam und Eva, da gab es ja noch den Set, der später dazu gekommen ist. Und, ja, der ist erst gekommen, nachdem Abel gestorben ist. Ganz kurz, Daniel, okay. Daniel. Eine Frage, ja, Daniel, und auch an Mr. Nation. Ich habe eine Frage, ja. Das heißt, ihr glaubt, dass neben Adam und Eva, also die waren nicht die ersten Menschen, richtig? Nee, es geht um den Prozess, weil wenn wir eine Aussage tätigen, die Menschen müssen auch verstehen, warum, ja, warum, wie sind wir zu diesem Entschluss gekommen sind. Also ich finde immer eine Antwort. Ich habe eine direkte Frage gestellt. Ich möchte eine direkte Antwort haben. Glaubt ihr, dass es neben Adam und Eva noch Menschen gab? Also glaubt ihr nicht, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren, ja oder nein? Ich glaube schon, dass neben Adam und Eva andere Menschen gewesen sind. Aber es muss trotzdem einen Grund geben, warum Gott gesagt hat, Adam war der erste Mensch. Und darauf will ich hinaus. Okay, das ist mein Part. Es muss einen Grund geben, warum Gott trotzdem sagt, dass Adam und Eva die ersten Menschen waren. Und das ist für mich wichtig. Daniel, ich frage dich, war Adam und Eva die ersten Menschen, ja oder nein? Wie kannst du mir so eine Frage stellen ohne eine Erklärung? Wenn ich das jetzt sage, okay, ich glaube nicht daran, oder ich sage, ich glaube daran, aber ich muss mich doch erklären, auch anhand der Bibel, warum ich diese Aussage tätige. Oder okay, nicht. Okay, ich frage dich, glaubst du, Adam und Eva waren die ersten Menschen und begründe, mach das. Okay, ich glaube, dass der erste Adam, also dass Adam der erste Mensch, der dessen Seele durch das Wort lebendig wurde, aber ich glaube nicht, dass Adam... Das war nicht meine Frage. Okay. Ich glaube nicht daran, dass Adam der erste physische Mensch war, aber ich glaube daran, dass Adam der erste Mensch, dessen Geist durch das Wort Gottes lebendig wurde. Okay. Und ich könnte das auch anhand der Bibel erklären, warum, weil es gibt genug Indizien, die einfach zeigen, dass er nicht der erste physische Mensch sein kann. Okay, dann lies mal bitte 1. Mose Kapitel 3 und erklär mir mal. Vers 20. Lies bitte, hast du gerade die Bibel vor dir? Moment, ich müsste mal kurz in die Bibel aufschlagen. Okay. Warte mal, ich blende es ein und dann erklär uns, was das bedeutet, okay? So, ich habe das jetzt. Warte, ich schlag mal auf. Moment. Was bedeutet dieser Vers? Erster Mose, Kapitel 3. Du kannst ja gerne lesen und uns erklären. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 20. Lies mal bitte vor und erklär uns. Okay, Moment. Was bedeutet, Eva war die Mutter aller Liebenden? Was bedeutet das? Und der Mensch gab seine Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Ja, genau. Wie ist das möglich, wenn es noch andere Lebenden gab? Okay. Und jetzt eine andere Gegenfrage. Bitte beantworte meine Frage, Dankeschön. Ja, aber guck mal, du nimmst diese Vers aus dem Kontext. Du nimmst es aus dem Kontext. Okay, dann erklär mir mal den Kontext und erklär mir mal den Vers. Dankeschön. 1. Mose 3, also erstmal bei der Entstehung von Adam und Eva. Wir müssen uns da erstmal die Entstehung von Adam und Eva angucken, um zu verstehen, wie das Ganze dann abfolgt. Du kannst aber nicht so einen Vers aus dem Kontext nehmen und mich fragen, ja, erklär mal das. Wir müssen okay, dann erklär mir mal anhand des Kontexts, was dieser Vers bedeutet. Mach das. Ja, ich müsste dann die ganze Kapitel durchlesen. Ich muss ja Guck mal, ey, guck mal, ich habe keine Zeit für sowas. Also du kannst es nicht erklären, richtig? Was verstehst du denn darunter? Wenn die Bibel sagt, Eva ist die Mutter aller Lebenden, was bedeutet die Mutter aller Lebenden zu sein? Was muss man da erklären für einen Kontext?
Ja, erklärt mir doch einfach deinen Kontext. Also, das bedeutet, dass von ihr alle anderen Menschen abstammen. Das heißt, es kann neben den beiden keine anderen Menschen gegeben haben. Weil alle anderen Menschen von Eva abstammen. Das steht doch klipp und klar da. Sie heißt Eva, weil sie die Mutter aller Lebenden ist. Was ist daran so schwer zu verstehen? Aber, okay. Jetzt meine Gegenfrage. Da steht nur Lebenden, richtig? Ja. Da steht nur Lebenden zu. Du weißt, es gibt Lebenden als ein physischer Körper, lässt dies auch der Geist, der lebendig sein muss, richtig? Was sagt dir das jetzt, dass es nur Lebenden physisch ist und nicht geistig? Erklär mir das mal. Weil es geistliche. Es gab zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Tod, weil sie noch gar nicht gesündigt haben. Also was ist jetzt dein Argument? Nein, da steht ja Lebende. Und es gibt ja den geistlichen Lebenden und den fleischlichen Lebenden. Jetzt erklär mir mit deiner Hand, der Kontext, woher du in diesem Vers hundertprozentig feststellst, dass es physisch ist und nicht geistlich. Weil Gott der Vater von geistlichen Leben ist und nicht irgendwelche Geschöpfe. Bei physischen Leben sind Adam und Eva die ersten Menschen gewesen. Wenn es um geistliche Leben geht, dann ist Gott die Quelle. Ja. Und da steht auch drin, dass Adam der erste Mann der Geister ist. Ist jemand anderes außer Gott die Quelle für geistliche Leben, ja oder nein? Ich stimme da vollkommen zu. Darum geht es auch gar nicht. Gott ist ja natürlich die Quelle. Dann erklär mir, was es bedeutet, aber wenn die Bibel sagt, dass Eva die Mutter aller Lebenden ist. Was bedeutet das? Guck mal, da stand ja geschrieben, dass Adam der erste machende Geist ist, oder nicht? Ja oder nein? Adam ist der erste lebende Seele, ja oder nein? Ich glaube, du verwechselst da Mensch mit Engel. Nein. Doch, weil natürlich gab es vor Adam Geschöpfe, das waren aber Engel, Lichtwesen, geistliche Wesen. Ja, das ist mir aber schon klar. Ja. So, wie kommst du darauf, oder beziehungsweise gib mir bitte einen Vers in der Schrift, der besagt, dass Adam nicht der erste Mensch war. Ja, und wenn du gerade vor allen Dingen, ich weiß nicht, der vorhergehende, der da drinne war, der hat ja dieselbe Theorie wie du. Das heißt, ich denke mal, ihr kommt aus demselben Hintergrund her. Wenn ich habe jetzt gerade mal mein Logos-Programm geöffnet, ja, so. Und sobald ich nur mit dem Cursor auf das Wort Mensch gehe, kommt sofort überall, leuchtet überall sofort Adam auf. Weil Adam auf Hebräisch Mensch heißt. Also es bedeutet Mensch. So. Deswegen musst du mir jetzt zeigen, dass Gott sagt, dass er einen Menschen erschaffen hat, bevor er Adam erschaffen hat. Guck mal, wenn du das nicht tust, dann widersprichst du der Schrift. Guck mal bitte 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Okay, die Verse 45. Lies mal einfach nur noch erstmal 45. 1. Korinther 15. Also kannst du mir jetzt endlich erklären, was es bedeutet, wenn es heißt, Eva ist die Mutter aller Lebenden? Kannst du mir das erklären? Der Bruder soll doch erstmal 1. Korinther 15. Also pass auf, ist ja kein Problem. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. So. Ich hoffe, du verstehst, wer der letzte Adam ist. Römer 5, Entschuldigung. Das ist Jesus Christus, ist der letzte, der lebendig machenden Geist gibt. Weil Jesus sagt ja zu uns, du wirst leben, auch wenn du stirbst, wenn du an mich glaubst. Ich gebe dir ewiges Leben. Damit ist definitiv Christus gemeint und sonst niemand anderes. Ja, über Jesus auch gar nicht. Wir glauben alle 100% an Jesus. Darum geht es auch nicht, dass er unser Retter ist. Das zweifelt auch niemand an. Okay, aber wo steht hier, dass Gott einen anderen Menschen vor Adam erschaffen hat? Der erste Mensch Adam, also er sagt ja, der erste Mensch Adam. Das heißt, vor Adam war kein erster Mensch da, weil er sagt, der erste Mensch Adam. Guck mal, also um das nochmal kurz abzuschließen, mein Punkt war einfach nur, ich wollte einfach nur auf diese Verse hinweisen, dass wenn Kain sich vor anderen Menschen fürchtet und danach einfach...
ein Vers noch weitergeht, ja, ja, wo es dann heißt, er hat seine Frau, gefunden. Das heißt für mich, das ist doch Indizien, dass es andere Menschen gegeben hat. Bruder Fed, lass mal kurz mit ihm reden, bitte. Ja, okay, alles klar. Guck mal, erstens, Daniel, Fed hat dir gerade eine Stelle gezeigt, dass die Bibel sagt, Adam war der erste Mensch. Ich habe dir einen Vers gezeigt, die besagt, Eva war die Mutter aller Lebenden. Ja? Und jetzt nirgendwo in der Bibel steht, dass es neben, dass Adam und Eva nicht die ersten Menschen waren, sondern genau das Gegenteil steht es da. Und alles, was du gesehen hast, ist, du hast die Geschichte von Kain gelesen, wo Kain sich befürchtet vor anderen Menschen. Und daraus entnimmst du, diese Menschen stammen aus irgendwo anders her. Aber er hat dir doch klipp und klar erklärt, dass wenn, allein wenn du 1. Mose 5 liest, da gibt's doch die Genealogie von Adam bis, ich glaube, bis Noah. Ne? Und da liest du doch klipp und klar, dass Adam über, ich glaube, 600 oder sogar älter war, Jahre älter, alt war. Ne? Kain und so weiter, die haben alle mehrere Jahre, mehrere hunderte von Jahren gelebt. Nun, was denkst du, wie viele Kinder kann ein Mensch innerhalb von 100 Jahren zeugen? Und jetzt überleg mal, nicht nur ein Mensch, sondern andere Menschen, also das waren ja, wie heißt es, Adam und Eva haben ja mehrere Kinder gezeugt. Ne? Und wenn die wiederum hunderte Jahre leben, können sie nicht wieder weitere 10, 20, 30 Kinder zeugen? Ja, definitiv, definitiv. Ist es dann nicht logisch zu sagen, dass diese Menschen, vor denen Kain sich gefürchtet hat, dass auch sie Adam und Evas Nachfahren waren? Na klar, alles danach, also darum geht es, geht nicht um alles danach. Danach wussten wir, dass dann die Abfolge entstanden ist und so weiter, dass Adam über 900 Jahre gelebt hat, hat Kinder gezeugt und dann hat die Kinder wiederum sich vermehrt haben. Darum ging es nicht. Es ging einfach nur in dieser Zeit, wo Adam, Eva, Kain und Abel gelebt haben. Naja, genau. Und die Bibel sagt ja nicht, dass diese Zeit, wo Kain das gesagt hat, dass es im, keine Ahnung, in dem ersten Jahr der Schöpfungsgeschichte war oder so. Sondern alles, was du weißt, ist, Adam und Eva waren die ersten Menschen. Und du weißt, Adam hat, gerade haben die Leute geschrieben, Adam war über 900 Jahre alt. Ja, seine Söhne wiederum mehrere hunderte Jahre alt. Ne? Also ist es so logisch zu sagen, okay, Adam und Eva waren die ersten Menschen. Die haben mehrere Jahre gelebt, die haben Kinder gezeugt, die wieder mehrere Jahre gelebt haben. Auch die können mehrere Kinder zeugen. Also ist es so logisch dann zu sagen, okay, diese Leute, vor denen sich Kain gefürchtet hat, das waren ebenfalls Menschen, die aus der gleichen Blutlinie stammen. Also überleg mal, wie viele Kinder kann ein Araber, sage ich mal, ist jetzt ein komisches Klischee, aber sage ich mal, wie viele Menschen kann ein Mensch innerhalb von 20 Jahren zeugen? Ein einziger Mensch, wie viele Kinder kann er zeugen? Kann locker Kinder zeugen. Ne? Jetzt hast du nicht nur 20 Jahre, sondern du hast hunderte Jahre. Und diese Kinder wiederum leben weitere hunderte Jahre. Wie viele Kinder können dadurch entstehen? Tausende Kinder können dadurch entstehen. Verstehst du deswegen? Also die logische Antwort ist, ja, Adam und Eva waren die ersten Menschen und die anderen Menschen, die irgendwo anders waren, das waren auch Kinder von denen, die sich einfach nur im Laufe der Zeit von deren Ort getrennt haben. Genauso wie sich Kain ebenfalls sich trennen musste von diesem Ort. Aber jetzt ist er, glaube ich, Kaffee trinken. Und ja, Fed, ich muss leider raus, aber Fed, du kannst noch deine letzten Worte sagen. Und die anderen auch. Ich würde den anderen den Vortritt geben. Genau, also Mr. Nation oder Daniel, wenn ihr noch was sagen wollt, ihr könnt noch sagen. Nö, alles gut, passt. Ich habe mir eine Erklärung angehört. Okay, korrekt. Ich bin im Background, ich bin hier. Okay. Wolltest du noch was sagen oder ergänzen oder so? Ich hab jetzt zugehört, hab ein bisschen was mitgenommen und ich überprüfe das einfach, was der Dings, der Daniel gesagt hatte und was ihr gesagt habt. Und will das trotzdem nochmal so einen nüchternen, sagen wir mal, Magen lesen und mal von weitem Winkel und verschiedenen Winkeln mal lesen, sodass ich dann sagen kann, okay, der Bruder hat recht, der Bruder hat recht. Deswegen, ich habe jetzt mal nur zugehört, habe auch gar nicht dazwischen gefunkt. Weil ich gebe euch irgendwo beiden recht, in einigen Punkten, bei einigen Punkten auch, denke ich mir wieder vielleicht was anderes, aber dadurch, dass wir alle, sagen wir mal, Christen sind, ist es ganz gut voneinander zu lernen. Daher, ich nehme einfach beides mit und ich werde heute auf jeden Fall gleich nochmal 1. Mose nochmal lesen, auf jeden Fall.
Ja, korrekt, korrekt, Bruder. Das ist Okay. richtig, richtige Einstellung. So, das ist ja genau das, was wir gerade vorher, Mensa und ich glaube, zum 1,5 Millionen Mal gesagt haben, dass egal wer etwas sagt, dass es geprüft werden muss anhand der Schrift. Ja? Deswegen sagen wir auch immer wieder, egal wer euch etwas sagt, nehmt die Schrift in die Hand, prüft es, was gesagt wurde. Und genau das tun wir, ja. Was Mensa und ich jetzt auch gerade getan haben, da ist jemand reingekommen, der etwas gesagt hat. Wir haben direkt die Schrift in die Hand genommen, haben geprüft, was er gesagt hat. So. Das, was Mensa und ich vertreten, widerspricht komplett dem, was Daniel von sich gegeben hat. Daniel hat etwas gesagt. Wir haben ihm Bibelverse genannt. Er hat uns einen Bibelvers genannt, den wir dann zusammen gelesen haben, in dem ich nicht erkennen kann, dass es einen Menschen vor Adam gab, weil der Bruder Mensa hat gezeigt, dass Eva die Mutter aller Lebenden ist. Den Bibelvers, den Daniel uns gegeben hat, der besagt ganz, ganz klar, dass Adam der erste Mensch war. Und wenn der Adam der erste Mensch war und Eva die Mutter aller Lebenden ist, dann ist es definitiv so, dass Adam zuerst geschaffen wurde, Eva aus Adam geschaffen wurde und dass sie eben mehrere Kinder hatten. Was wir nicht bestreiten, ist, dass es mehrere Menschen zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Ja? Und das ist genau das, was wir sagen. Wir sagen folgendes, dass das eben für die Entstehung bzw. für den Tatbestand des Sündenfalls waren nur diese vier Menschen wichtig zu erwähnen. Wir sehen das auch immer wieder in der Schrift. Es gibt mehrere Geschichten beziehungsweise mehrere Begebenheiten, in denen etwas geschieht, es aber nicht alle, also nicht alle dort anwesenden Menschen werden dort erwähnt, sondern es werden die Menschen erwähnt, die für diesen Tatbestand oder für diese Geschichte wichtig sind. So, und das ist genau das, was wir eben bei dem Sündenfall sehen. Wichtig für den Sündenfall waren Adam, Eva, Kain und Abel. So, dass es weitere Kinder gegeben hat, bestreiten weder Bruder Mensa noch ich. Ganz im Gegenteil, wir sagen ja, dass Adam und Eva mehrere hundert Jahre gelebt haben und dadurch auch mehrere Kinder entstanden sind. Und das sind genau diejenigen, vor denen Kain sich gefürchtet hat, weil er eben seinen Bruder Abel erschlagen hat. Alles andere wäre ja unsinnig, weil hätte Gott andere Menschen erschaffen, warum hat Kain sich vor diesen Menschen gefürchtet? Er hätte sich doch nur vor den eigenen Familienmitgliedern fürchten müssen, weil diese ja gesehen haben, was geschehen ist. Darf ich kurz dazwischen grätschen, nur kurz? Sonst vergesse ich das, was ich sagen wollte. Ja, bitte. Und zwar, guck mal, du hast ja selbst gesagt, dass die vier Hauptpersonen genannt werden und die anderen werden erstmal gar nicht genannt. Ja, richtig. Macht es denn dann Sinn, dass man sagt, die gebaren zwei Söhne und es wird gezeigt, dass die die ersten zwei Kinder sind? Die anderen können gar nicht erwähnt werden, wenn die nicht, sagen wir mal, in dieser Zeit existiert haben. Also, dass sie nicht existieren. Also sprich, Kain und Abel sind die ersten zwei Ja. Kinder. Das sind die zwei Ja. ersten Söhne. Also können die anderen gar nicht erwähnt werden. Und gerade zeigt uns auch, dass die Opfer dargebracht haben. Es wird nicht gesagt, dass viele anderen auch von den Kindern Opfer gebracht haben. Auch wenn du jetzt sagst, die anderen werden nicht erwähnt, weil die gerade unwichtig waren wegen diesem Sündenfall. Ja. Aber in dieser Zeit waren die doch die, die in diesem Garten waren. Also muss Gott ja uns auch zeigen, oh, okay, hier sind noch hier andere Menschen, aber die zwei Söhne, bei denen ist was Gravierendes, weil, schau mal, wenn Kain sein Opfer dargebracht hat und es wurde nicht angenommen, aber von Abel wurde angenommen, ist die Frage, was war denn mit den anderen Kindern? Haben die kein Opfer dargebracht? Ja, weil das muss auch gezeigt werden, ob diese Opfergaben auch angenommen worden sind. Deswegen sage ich kann Daniel verstehen, aber ich sage auch wieder hier, dass, wie du gerade sagtest, mit, dass die anderen gar nicht erwähnt werden, denke ich mir auch, okay, es macht vielleicht auch Sinn, dass die anderen gar nicht erwähnt werden. So wie du auch gesagt hattest, zum Beispiel mit dem, dass kein Angst hätte vor seiner Familie, sage ich, könnte auch sein. Aber warum soll er Angst vor seiner Familie haben, wenn er weiß, dass Gott eigentlich möchte, dass sie gut sind? Und die werden doch niemals auch den Bruder umbringen wollen. Also die wollen doch keine Rache haben. Klar, Ja. natürlich. Und wir sehen ja auch, wenn wir weiterlesen, steht ja auch geschrieben, dass er weg war und
woanders seine Frau gefunden hat. Und er nahm sie zur Frau und sie gebaren Kinder. Es steht nicht geschrieben, dass er seine eigene Schwester nahm oder dass er seine eigene Blutslinie genommen hatte, sondern er fand, also sprich, woanders hat er seine Frau gefunden. Und jetzt kommt nochmal das Witzige. Und ich würde, es wird jetzt auch noch hier gesprochen von den Baumstamm, also von den Stamm, also Stammesbaum oder keine Ahnung, wie es nochmal heißt. Und hier wird jetzt mal aufgelistet, wer nach dem alles kam. Also sprich, hier hat da keinen eigenen, sagen wir mal, eigenen Stammbaum jetzt entwickelt. Also sprich, er ist jetzt dieser Haupt von diesem ganzen Teil. Es wird aber nicht gesagt von der eigenen Familie, weil es würde keinen Sinn machen, weil da müsste man wirklich dann sagen, okay, Adam, Blutslinie durchgezogen bis Noah etc., wie auch immer. Und wie du mich vorhin gefragt hattest, was auch Sinn ergibt, dann müssen wir ja sagen, okay, dass ab Zeiten von Noah, dass alle Lebenden ja tot waren und wir müssen jetzt alle nach Noah gekommen sein. Aber da musst du dir auch wieder die Frage stellen, okay, wie viele Kinder waren dort gewesen in diesem Schiff und wie viele sind danach entstanden? Gibt es danach es einen Standort? Es waren nur 8 Menschen auf dem Schiff. Nur 8 Menschen, definitiv. Und dann jetzt die eine Frage, weil du vorhin gesagt hattest, dass, was ich verstehen kann, ich habe das auch so aufgenommen, ich habe gesagt, okay, Amen, gehe ich voll mit, dass Eva Mutter der Lebendigen war, okay. Und das hat keiner gesagt, dass die so gesehen, dass sie so gesehen die Mutter aller lebendigen Wesens, weil sie halt so gesehen die ersten Kinder auf die Welt gebracht hat. Richtig, ganz genau. Aber jetzt gehen wir mal zu Abraham. Abraham ist ja Vater der Gläubigen, also sprich, Der Boss aller Gläubigen, warum? Weil er hat ja alles, was Gott gesagt hat, hat er geglaubt, im Kompletten. Aber bedeutet das auch, dass er dieser Vater ist, der zum Beispiel auch, ich mache mal ein Beispiel, Moslem glauben ja auch. Also ist er auch dieser Vater von den Moslems, Vater von den Christen, weil die Menschen glauben ja auch alle an Gott. Okay. Man könnte jetzt sagen, okay, warum ist er jetzt Vater dieser ganzen Gläubigen? Also könnten wir jetzt auch sagen, okay, durch ihn sind alle Kinder entstanden, die Christen sind. Soll ich dir sagen, warum Vater der Gläubigen? Ich weiß, warum, weil er von Gott geprüft worden ist und der hat trotzdem geglaubt und hat durchgezogen bis zum Ende. Ja, weil aus Abraham Israel entstanden ist. Israel, das, also ja klar, durch seinen Sohn. Davor gab es Israel ja noch gar nicht, es gab ja keine Juden vorher. Verstehst du das, meine? Und aus Abraham ist Israel entstanden. Und deswegen, und weil Israel das Volk Gottes auf Erden ist, sehen wir, dass er der Vater aller Gläubigen ist. Warum? Weil er der Vater von jedem Israelit ist. Verstehst du? Ja. So, und das ist Leute, aber was ganz anderes wie das, was da gesagt wurde. Aber ich glaube, Mensa muss jetzt dann auch rausgehen. Deswegen, ja, ich muss schon seit 20 Minuten raus. Ja, dann zieh durch. Es kann sein, dass ich heute Abend wieder live komme. Wenn nicht, dann auf jeden Fall morgen um die gleiche Uhrzeit. Deswegen, ja, also bis dann, ja, Leute. Ich habe Urlaub, Bruder, ich werde da sein. Okay, Leute. Ja, Bruder, dann euch einen gesegneten Tag. Ebenso. Und vielleicht bis heute Abend gegen 21 Uhr. Wenn nicht, dann auf jeden Fall bis morgen, so Gott will. Um 9 Uhr morgens bin ich wieder live. Okay, alles klar. Ja, dann komme ich vielleicht auch nochmal rein. Aber nochmal ein Point dazu, damit wir später nochmal drüber nachdenken können. Sarah heißt ja auch Mutter der Nationen. Vielleicht sollten wir uns auch da ein bisschen Gedanken machen. Genau, Nationen, richtig. Israel. Aber here we go. In dem Sinn. Egal. Frieden, wir sprechen später. Möge der Frieden Gottes bei euch wohnen. Maranatha. Bis dann. Ciao.